das Xenothreat Event, da kannst du das gleich mitmachen. Xenothreat Event? Ja. Okay. Ja, hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum dritten Teil von Star Citizen. Jo, Xeno. Xenothreat, ja. Da bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. Wolltest du mich mal irgendwie, kannst du mich einladen oder wie macht man das jetzt? Oder mache ich das hier, Geist, invite to party? Ich lade dich mal ein und dann... Mach mal. So. Musst du nur gucken, wie du auf dem Server drauf kommst, aber ich glaube, da haben sie was geändert. Deswegen lade ich dich wieder aus und dann versuchst du. Wie du lädst mich wieder aus? Guck mal, ob du mit Rechtsklick auf meinen Server drauf join, hinterher joinen kannst. Auf deinen Namen meinst du? Ja. Geht wahrscheinlich join nicht. Join Friend. Doch. Ja, dann mach mal, versuch mach mal. Mach ich gerade. Na? Cannot join, server full, warte mal. Ja, da musst du jetzt ein bisschen rummachen. Ein bisschen rumklicken, bis du halt mal drauf kommst. Ja, das Problem ist, jetzt steht hier natürlich die ganze Zeit cannot join, server full. Ich muss natürlich schon mal. Eben gerade waren 49 von 50. Tja, Freunde, da muss ich schon reinkrätschen. Es ist folgendermaßen, durch dieses Event scheinbar, oder warum auch immer, keine Ahnung, ist es nicht möglich, irgendwie da drauf zu joinen. Beziehungsweise im Moment, da ihr das seht hier, versuche ich das immer wieder, aber es wird halt nichts. Und das versuche ich noch, ich weiß nicht wie lange. Versuche auch immer wieder, dieses Server full anzuklicken, sodass er da quasi angestoßen wird, aber das bringt alles gar nichts. Es ging nicht drauf. Es wurde aber noch schlimmer, denn irgendwann ging gar nichts mehr. Es kam ein Warnfenster, ja, Error, bla bla bla, und hast du nicht gesehen. Also ich konnte nirgendwo mehr irgendwo einloggen. Es ging dann so weit, dass ich den Charakter resetten musste. Wie gesagt, das hat ungefähr eine Stunde gedauert und dann konnte ich dann langsam einloggen. Das ja, nee, geht weiter, ne? Okay. Logisch, aber ich bin gleich da, Moment. You Babbage, genau. Visit Location. Wollen wir mal gucken, ob es diesmal klappt. Ja, ich bin da. So. Dann wollen wir doch erstmal aufstehen. Ne? Genau, das funktioniert schon mal. Das ist schon mal cool. Gut, ich kann ja hier nichts machen sonst, außer raus. Okay. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Fahrstuhl. So, wieder da. Oh Gott. Grüße. Alles löschen. Wie alles löschen? Ich bin jetzt da, habe ich es gesagt? Ich weiß es nicht. Ich war hier die ganze Zeit am Ich hab's gemerkt. Du warst quasi nee, Lobby da unten. Aber nein. Gut. Was hast du denn jetzt? Bist du jetzt auf New Babbage, nehme ich mal an. New Babbage, ja, das gucke ich mir jetzt erstmal an, bevor ich mich hier in mein Schiff setze und das direkt wieder verlasse, weil es sieht ja doch schon geil aus. Das ist ja schon sehr nice. Das sind wahrscheinlich nur die Fahrstühle hier zu den Unterkünften. Das duale System.
Finde ich sehr gut. Nice. Cool. Aspire. Payment System. Okay, Banken. Das wohl auch. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwas von dem, was ich vorher hatte? Was alles, was du vorher hattest. Oh, okay. Es kommt nichts weg, sondern es wird nur dein Avatar und deine Location wird komplett resettet. 39.904 Credits habe ich. Naja, nein, du verlierst nichts mehr. Das ist auch, ich glaube, gemietete Schiffe, die noch aktiv sind in der Miete, die sind auch noch da. Du verlierst nichts. Okay. Nur dein Avatar und deine Location. Nee, ich habe ja nichts gemietet. Von daher, das habe ich ja noch nicht gemacht. Diagnostik, Infection. Okay, hier sind wir wohl im Krankenhaus. Ist das hier so Sanitäts... Ja, ja. Kommt ja zum nächsten Patch, kommt ja dann die ganze Heilmechanik jetzt so peu à peu rein, ne? Also Krankenhäuser. Ach, du grüne Kacke, dann mach du dir irgendwo ein Virus. So ein Außerirdischer. Ja, Virus noch nicht, aber dann musst du dann halt sozusagen deine Startlocation dann festlegen. Also quasi halt tust du dann immer im Krankenhaus spawnen. In dem jeweiligen, wo du, in dem Krankenhaus oder Lazarett, wo du halt dein Spawn gesetzt hast. Also so im Sinne von da wird dann halt ein Klon angefertigt und du warst dann halt in diesem neuen Klonkörper auch so. Okay. Ist das erstmal gedacht, später ist es dann so, dass du da nicht als Klon aufwachst, sondern ein neuer Klon ist ja praktisch dann wie ein neuer Avatar und dann ist der alte Avatar weg und so. Na gut, aber sonst gibt es ja eigentlich sonst nicht viel zu sehen, sehe ich das falsch? Beim Krankenhaus noch nicht so viel, also weil New das Babbage ja noch nicht aktiv grundsätzlich, ist. Grundsätzlich, oder komme ich hier auch irgendwo anders hin? Ja doch, du musst die Metro nehmen. Unit, Diagnostik, Medical Rooms. Ist mit der Metro, kannst du entweder zu Commons fahren, das ist hier so praktisch das Stadtzentrum hier, die Promenade. Ja, oder du fährst zum Metro? Spaceport. Warte mal, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo die Metro ist. Ich glaube, ich bin hier. Ist wieder zurück in diese Lobby, wo da die Jungs da sitzen. Aspire Grand, meinst du? Genau, da gehst du wieder zurück und dann siehst du, dass da irgendwo da ein Gang nach unten führt, Treppe runter. Hier geht's runter in die S-Bahn. Genau, dann nimmst du jetzt. Oh, also entweder du gehst jetzt zum Commons, ja, und guckst dir da sind halt Geschäfte und so eine Promenade und sowas, sieht ganz schick aus, oder du gehst zum Spaceport und fliegst dann weg. Naja, dann gehen wir erstmal zum Commons. Ups. Da ist gerade eine weggefahren. Ich weiß jetzt nicht, in welche ich steigen muss. Ja, das steht auch da oben. Die eine Seite ist für Commons und die andere ist für Spaceport. Wo steht das? Steht hier irgendwas von Commons? Freunde. Irgendwas? Stand clear of disembarking passengers. Es ist die nächste, die kommt. Da steige ich ein. Ist mir jetzt egal. Wohin? Schau mal nein, jetzt. Nein, das ist. Also normalerweise, wenn du die Treppe runterkommst, dann siehst du das. Ist dann links und rechts jeweils das eine oder das andere. Das Ding wird aber wahrscheinlich abgehen wie die Pest, oder? Das ist doch bestimmt so eine Vakuumröhre. Ja. Irgendwie so sieht's doch aus. Wenn du sitzen bleibst, dann fährt er sowieso alle Stationen ab. Das dauert dann halt nur etwas länger, ne? Fährt dann zum Spaceport und dann vom Spaceport zu Aspire Grand und dann vom Aspire Grand zu Commons und wieder zurück. Ja, er hat ganz viel Geschwindigkeit drauf, der Bruder. Nein. Ha? Das ist dann nur die Außenansicht von dir selbst. Ja klar, aber ich habe ja das Kamera-Unit. Jetzt kann du kannst nicht raus aus dem Zug rauszoomen. Nee, da kann man nicht rauszoomen, stimmt. Sehe ich gerade. Na gut. Kann man ja aber dann später mal probieren, weil ich möchte da mal ein bisschen rumfummeln. Da habe ich so ein. Naja, ich werde es dir dann zeigen, wenn es fertig ist. Der legt sich ja richtig geil in die Kurven und so. Richtig fett. Coole Technik. Und ab aus dem. Wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung, ich steig mal aus. Ja, da muss man mal ein bisschen in deine Umgebung wahrnehmen. Ja, ja, ich nehme ja wahr. Ich nehme ja wahr. Was ist denn hier? Commons. Ja, dann.
Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Ich revidiere meine Aussage. Ich nehme meine Umgebung wahr. Ich glaube, ich bin gerade einmal im Kreis gelaufen. Aber hier steht doch Exit. Ach, da. Elevators. Elevators. Ja, du tust aber schon mit deiner Familie mal verreisen, wenn du an Flughäfen bist. Gerade zu Frankfurt Flughafen ist schon ziemlich groß, ne? Weißt du, mit den Schildern ja, und so. Ja, das haben wir noch vor uns. Demnächst, übernächste Woche. Hier, halt dich an deine Familie. Envis Terminal. Envis Terminal. Gibt ja sonst nichts, oder? Nee. Was immer das ist. Also, ach so, das hier ist wahrscheinlich der Spaceport, wenn ich jetzt wahrscheinlich, ja? Wenn, hier wenn du beim Spaceport bist, weiß nicht, wo du jetzt gerade bist. Ja, ich auch nicht. Wirklich. Security Checkpoint. Ja, dann bist du am Spaceport. Wo ist er? Kannst aber den Zug nehmen und er fährt dich dann nochmal in die City, wenn du die City angucken willst. Ja, ich glaube, das mache ich dann erstmal, weil sonst wäre das ja blöd. Wäre ich ja hier quasi für die Katz gewesen. Nee, das muss man ja schon. Dann gehst du nochmal runter und dann guckst du, bevor du da die Treppen komplett runterkommst, da zu der Ebene da mit dem Hyperloop, wisst ihr, da müsstest du eigentlich sehen können, das eine geht zum Aspire Grand und das andere zum Commons. Ich guck jetzt nochmal genau. Ich guck mir genau. Das alles genau an. Micropack. Okay, das haben wir schon mal. So. Empty Metro Loop. Da muss ich hin. Ah, guck mal. Aspire Grand oder The Commons. Also ich will jetzt Aspire Grands, ne? Hast du gesagt? Nee. Nee, zu Commons. Commons. Aspire Grands ist diese. Tobi Expo Center. Ja, da fährt er auch drüber, aber das da ist gerade die Bahn weggefahren. Ja, macht nichts. Du kannst auch die andere Bahn nehmen, die fährt dann halt erst Aspire ja, und dann aber das Commons. Ist ja dann. Das geht ja dann. Nee. Die hat übrigens auch gerade die Tür zugemacht. 40 Sekunden kommt die 30. Da müssen wir so lange warten. Müssen wir mal ein bisschen Geduld an den Tag legen. Übrigens hier, diese Meldung Error, Lobby Error, Code 60015, das ist scheinbar normal, wenn du halt versuchst, jemanden hinterher zu joinen. Okay. Weil ich versuche das hier gerade. Ja, aber komischerweise ging ja bei mir gar nichts mehr. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hat das was mit diesem Ausloggen im Bett zu tun, weil das funktioniert ja meistens, habe ich gesagt. Aber halt auch nicht immer. Ne? Aber meistens. Grüße. Es sind jetzt halt durch den neuen Patch noch so ein paar andere Probleme noch dazugekommen. Aber naja. Naja, na gut. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Ich will noch mal einen Kaffee in der Zeit, wo du da. Ja, mach dir mal einen Kaffee. Schade, meiner ist schon getrunken. Das wollte ich eigentlich schön hier in der Umgebung machen, aber nein, nein. Schon bombastisch. Ist schon eine Knalle, ja. Ich geh mal ein bisschen mehr mit dem Ingame-Sound nach oben. Ups. Muss aussteigen, Freunde. Okay. So, nimm deine Umgebung gescheit wahr. Ist ganz wichtig. So, wir sind jetzt hier und hier gibt es doch irgendwo. Exit. Ja, steht da Exit. Wüsste ich. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Commons.
Warum bleibt ihr hier alle wieder auf der Treppe stehen? Gut. Oh, hier sind Yogamatten. Können wir ein bisschen Yoga machen? Gibt's hier umsonst? So, hier, das ist das Sportcenter, die laufen hier im Kreis. Aha. Willkommens, was geht hier? Geh nochmal runter. Ach nee, Quark, da kam ich ja her. Mal da über in dem Bereich. Promenade. Wow. Ist ja cool, kann ich hier hochklettern? Promenade. Ist er? Jetzt geht's doch. Kann ich hinterher joinen? Na also. Also Promenade hast du, das ist dann praktisch nur so wie, ja, wie eine Promenade halt, ne? Da kannst du halt nur so trinken, feiern und so weiter. Und bei der gegenüberliegenden Geschichte hast du dann die ganzen Geschäfte. Das sind so praktisch zwei gegenüberliegende Kuppeln. Okay. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Promenade. Ja, ja, guck mal. Geschäfte in dem Sinne habe ich jetzt noch keine gesehen. Hier über ist Party auf jeden Fall. Genau, da bist du jetzt auf der Promenade. Das ist auf jeden Fall Party hier, ja. Das muss ich mir doch mal ein bisschen genauer angucken hier. Das muss ich jetzt mal ein bisschen, jetzt muss ich mal gucken hier. Ach nee. Ja, du hast da hier in der Mitte an dem Main Event, an dem Main Café, da hast du dann halt so ein bisschen, ja. Lasershow, Chill. Chill and Grill ohne Grill. So, und jetzt kann ich doch auch irgendwie. Muss ich doch auch hier mich bewegen können. Wie kann ich nach unten gucken? So, das STRG, ne? Ist frei gucken, oder? Nee, Quark. Irgendwie konnte ich hier. Y gedrückt halten. Oder Y einmal drücken. Ah ja. Ah, dass man das nur mit der Maus machen kann, ist natürlich ein bisschen blöd. Was denn? Kamerabedienung. So, weißt doch, F-Taste. Warte mal, F4? Ja, klar, ja, weiß ich, aber das geht halt nur ruckhaft, verstehst du? Es geht ja nur ruckhaft. Zoom war plus minus. Ja, dann beginnt gleich. Kriegst du auch gerade oben die Meldung, ne, von der UAE. Warte mal, ich muss mal gucken. Gleich. Du wirst jetzt leider dein Zivilleben aufgeben müssen und dich der UAE anschließen müssen, weil es ist deine bürgerliche Pflicht, den Rechtsstaat zu verteidigen mit deinem Leben. Aber was? Unabhängig deiner Umkosten. Ach was. Ja. Und was steht da jetzt in meinem Mobiglas? Steht da jetzt irgendwas oder was? Ich muss jetzt irgendwas gucken. Nein, du hast gar nicht eine offizielle Einberufung bekommen. Einberufung. Ja, ein Aufforderung, sagen wir es mal so. Ach so, das ist jetzt eingestellt. Wie kriege ich denn das jetzt wieder resettet? F4 und die Sterntaste war das auf dem Numpad. Dann müsste der wieder in die Ausgangsposition gehen. Ah ja, okay. Das muss ich mir nochmal setzen. Vor allen Dingen muss ich nochmal gucken, wie ich genau F4 plus dasjenige drücke.
weil ich habe das eigentlich mit Multi-Action wollte ich das probieren, aber das hat nicht funktioniert jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss ja irgendwie eine Tastenkombi eingeben können. Muss es ja geben. Gut. Gut. Wo war ich? Wo muss ich jetzt hin? Weil du sagst, ich muss jetzt mein bürgerliches Leben aufgeben. Was geht hier jetzt? Ja, du musst ja auch, du verdienst ja auch Geld. Das ist ja nicht so, dass du nicht. Ja, ist ja schön, aber wo müsste ich denn jetzt hin? Erstmal machst du mal dein Mobiglas auf und nimmst mal diese Aufforderung an. Gehst auf Contract Manager. Contract Manager, da. Genau. Und was ist das hier? Priority. CDF Alert. Accept Offer oder was? Genau. Special Agent Dooley here. Thanks for signing up again. I'm sending over the details for the op now. Dooley out. So. Gut. Passt. Sehr gut. Hab ich. Kriegst du schon mal Geld fürs Nichtstun. Ist ja schon mal gut. Ja, übrigens, wenn du jetzt nochmal F1 Mobiglas aufmachst und auf das ganz linke rechte Symbol gehst, bei Delphi, da ist dein Reputationsbaum, dann müsstest du jetzt unten, also da müsstest du jetzt, wahrscheinlich hast du noch gar nichts, nee, Civilian Defense Force müsstest du jetzt haben. Civilian Defense Force, wo soll das stehen? Bei Delphi. Ja klar, Delphi bin ich drin, da steht Organizations genau. Und Contacts. Genau, bei Organizations müsstest du jetzt Civilian Defense Force stehen haben. Nix. Wobei es kann auch sein, dass das erst kommt, wenn du da überhaupt erstmal angekommen bist, weil du musst dich ja da erstmal wo einfinden. Okay. Und dann kommt es. Und da baust du dann Reputation auf und wenn du da bis Stufe 3 durch bist, dann kriegst du komplette Rüstung sozusagen. Ah, okay. Also, so eine Ehre. Das heißt also jetzt. Jetzt machst du Folgendes. Also, jetzt musst du leider deine schöne Sightseeing-Tour abbrechen und begibst dich mal. Richtung Airport. Okay. Aber ich kann ja auch Umwege zum Airport laufen, ne? Ist ja kein Problem eigentlich. Ne? Du gehst einfach wieder in die Mitte zurück, runter zur Bahn und dann guckst du, welche Seite direkt zum Airport fährt und nimmst die Bahn. Okay. Bin schon auf dem Weg. Gut, ich warte hier auf dich. Mal gucken, ob ich das finde. Oh, guck mal hier, Burger. Geil. Kannst du mir noch einen Whopper mitnehmen? Ja, aber das Problem ist, der Burger ist nicht eingepackt, deswegen kannst du den nicht in dein Inventar legen. Also nur verpackte Ware kannst du mitnehmen. Okay, und das Rest muss sofort so, verschwinden. Wo geht's denn hier? Jetzt muss ich wieder wahrnehmen. Ich muss wahrnehmen. Exit ist gut. Ja. Hier geht's ins Exit. Hier, Wellness. Ah! Wellness begins within. Jetzt weiß ich auch, wo sie es her haben. Okay. Und sich einfach hier hingestellt, ist auch nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht. Finden wir alles wieder. So, ja, normal hier Fire Exit. Ist das das? Nee, das ist das nicht. Warte mal. Du musst wieder zu dieser Lobby zurück, wo diese Leute da in der Mitte da Sport machen. Da ist ja so wie so ein Trainingsplatz genau in der Mitte. Man muss sich mal umgucken. Da ist dann so ein Treppen nach unten. Da steht auch, glaube ich, Metro Loop oder irgendwas. The Commons. Elevator, das war doch richtig, oder? Nee, nicht Elevator. Nee. Da geht's mit der Treppe runter. Ja, okay, gut. Und hier. An den Seiten. Richtung The Commons, ne? Ja, ich gehe mal davon aus. So, Metro Loop. Transit? Metro Loop, ja, hier runter. So, Spaceport. Sagst du, ne? Genau, nimmst die zum Spaceport direkt. In 7 Sekunden kommt meine Bahn. Ich habe keine Zeit. Ja, du guckst doch auf die Uhr, gell? Oder was machst du da? Also hier dieses Event, das dauert, wenn du das komplett mal durchmachst, also ich schätze mal so 1,5 Stunden, je nachdem, wie fit die Leute da sind. Okay. Fliegst du mit oder was? Du fliegst dabei mit, Ich flieg bei dir mit, ja. Das ist schön. Ich habe jetzt da bin diesen ich Stufe 3 Dings da fertig. Ich habe auch gerade gesehen, bei Stufe 1 kriegst du dann schon mal irgendwas, irgendwie den Undersuit und dann ab Stufe 2 kriegst du ein Torso und Stufe 3 kriegst du dann Helm oder irgend sowas oder umgekehrt. Also da kriegst du auf jeden Fall schon mal, wenn du nur schon angefangen hast, kriegst du schon ein bisschen was. Natürlich willst du das Ding komplett haben, warum nicht? Ne? Das ist ja Rüstung, die immer da sein wird, auch in Zukunft.
wenn es mal den Vibe gibt, dann hast du schon mal was, weißt du, hast ein bisschen Garderobe, muss ja mit der Zeit gehen, ne? Okay. Manchmal Welt und so. Also das behältst du, oder was? Das behältst du, das ist ja permanent. Naja. Also so Sachen sollte man immer mitnehmen, ne? Wenn man die Zeit hat. Ja, ist ja auch schön, kann man ja mal so ein Event, kann man ja mal mitmachen. Ja. Und das passt. Ich guck grad mal was. Nimm mir ein anderes Schiff, nimm mir ein Schiff von dir, oder was? Nein, du wirst jetzt ein Schiff mieten. Okay. Und dann nimm mir dein Schiff. Ich werde ein Schiff mieten. Ich habe aber, glaube ich, noch kein Geld zum Mieten. Du hast genug Geld. Ich habe genug. Okay, ich habe genug Geld. Ich bin bewahrbar. Oh, cool. Das ging aber schnell jetzt. Das ging aber schnell jetzt. Exit. Nimm deine Umgebung wahr. Nimm deine Umgebung wahr. Spaceport. Elevators. Muss ich jetzt hier irgendwo erst das Schiff mieten? Weil ich kann ja hier... nee. Das sind die Plans. Ich nehme erstmal einen Elevator. Lass mich gucken. Ibis Terminal. Terminal. Da wollen wir hin. Gut. Was war jetzt? Dirum. Gut. Spaceport. Da wollen wir hin. Hallo? Jetzt hörst du mich wieder. Ich quatsch die ganze Zeit und er hört mich nicht. Nö, der schwitzt das Maul fusselig und ich bin überhaupt nichts mit. Drück mal F11. F11. Was ist denn da? Dann gehst du, dann müsstest du dann bei Friends stehen oder bei Pending. Bei Pending steht NB International Spaceport. Nimmst du bei Pending, nimmst du mal den Gruppeninvite an? Gruppeninvite? F11? Ja, hab ich nicht. Dann Geist? Genau. Und dann das hier vorne oder was? Opening Commons Channel. Das hast du gemeint oder was? Nein, Reject. Ich hab dir einen Invite geschickt, warte mal. So, ich schick dir jetzt nochmal einen Invite. Wo ist denn der? Ich bin in Friends. Ach, warte mal, hier oben ist ein Ausrufezeichen. Bei Pending hab ich gesagt. Aha, Pending, ah. Gut, dann hab ich's jetzt angenommen. Ah, bei Pending. Oh. Invite failed. Wieso? Jetzt hab ich's aber angenommen, jetzt hab ich aber ganz normal. Ja gut, wir haben eine Party, alles gut. Okay, so jetzt gehst du da halt mal hoch mit dem Fahrstuhl, gehst dann hoch in diese riesen Lobby mit dem riesen Glas, mit dem riesen Schaufenster da, und dann gehst du die Treppen weiter hoch nach hinten. Dann müsste dann irgendwo links oder rechts, ich glaube rechts, muss ich mal da oben in dieser großen Halle umgucken. Da ist irgendwo so ein Schiffsterminal, wo du Schiffe mieten kannst. Okay. Ich gucke. Guck ich mal da ein bisschen um, Oh, so ein schöne kleine Pico the Penguin, Pinguin. Das ist aber cool. Kannst du ja auch kaufen, ja. Das ist cool. Surface Entrance. Wir gehen erstmal hier rein. Was ist das hier? Vehicle Retrieval. Also das kann man ja nur die Schiffe rausholen. Genau, da bist du falsch. Dann gehst du mal weiter gegenüber oder halt da die Treppe noch ein Stückchen hoch und dann musst du mal dich da mal umgucken. Entrance, hier steht was mit Entrance. Commercial Flights, aber das wird's nicht sein, oder? Nee. Guck dich da mal um, dann müsste vielleicht ist da irgendwo ein Terminal. Ja, aber da muss ich ja raus, ne? Da muss ich ja irgendwie durch ein. Nee, du, da wo diese anderen Terminals zum Schiffe rufen waren, da sind umherum so Aufzüge, da gehst du dann raus zu deinem Port, zu deinem Dock. Aber schau dich mal da um, da müsste, glaube ich, irgendwo was sein, dass da so Terminals sind. Da, wo der Pico war vielleicht oder so, ich weiß es nicht.
wo du das mieten kannst. Ship Rentals. Genau. Das steht ja auch groß oben drüber. Nimm deine Umgebung wahr. Steht ja da. Ja. Hier, Michel, wie gesagt, immer mit der Familie verreisen. Das ist ganz wichtig. Regal Luxury Rentals. Ja. So, jetzt gehst du mal und guckst du mal bei die Constellation Andromeda, was die für einen Tag kostet. Wo ist das? Wo ist die? Aegis? Hol die mal so. Was ist denn das? RSI. RSI. Ja. Constellation Andromeda. Die kostet total 47. Mir fehlen 7.186. Was kostet die? Ein Tag 47.000. Ja, total Transaction Cost 47.090. Für one day. Dir fehlen wie viel? 7.000. 7.160. Okay. Ich schick dir mal das Geld. Das wird natürlich verzinst wieder zurückgezahlt. Ist ja logisch. Hier, weißt du, variable Zins und so, weißt du doch Bescheid hier. Ah ja. Muss ich da erst dann Geld automaten? Nee, das schickst du nicht. Nein. Guck mal. Ich hab's jetzt geschickt, jetzt machst du die Konsole nochmal auf. Und jetzt müsste es eigentlich gehen. Tust dir mal die Constellation Andromeda für einen Tag mieten. Wahrscheinlich kriegst du sowieso gleich wieder Geld. Bin ich wieder rausgegangen, ich irgendwie. Hier. SE, Constellation Andromeda. Rentship. Got it. Hast du. Sehr gut. Glaube schon, ja. Jetzt muss ich wahrscheinlich vorne zum normalen Schiffsterminal, da ist die jetzt drin, ne? Genau. Hangar, genau. Gehst du in das jeweilige Hangar und dann guckst du mal, also ich glaube, du bist schon mal mit dem Ding geflogen, ist schon eine Weile her. Ja, ja, ist schon mal, habe ich schon mal gemacht, ja. Retrieve, da ist er. Shopping, dining and entertainment. Be sure to visit New Babbage's renowned promenade. Auch übrigens was zu trinken, warte mal. Moment. Looking for a good time? Be sure to visit Wally's Bar at the Promenade. Only a quick ride on the Metro. Hangar 10. Okay. Dann gehen wir mal zu den Elevators. Call Elevator. Hangar 10. Elevator, wo ist er denn? Da ist er. Muss ich den Elevator noch irgendwo drücken? Wo drücke ich den denn? Hier unten oder? Oh, go up. Okay. Was ist das? Gut, ich bin im Schiff. Könnte ich mal vielleicht das Licht hier irgendwo anmachen? Wo ist denn hier ein Lichtschalter? Gehst einfach durch nach vorne Richtung Cockpit. Ja, das ist mir schon klar, aber ich hätte ja gerne mal Licht angemacht. Ja, das kommt noch. Aber sobald du das Schiff aktivierst, ist dann auch Licht an. Nur Notbeleuchtung. Gut, dann wollen wir mal. Genau, weißt ja Bescheid. F11, New Babbage, Space. Komm, Link. Anrufen. Fupp. Genau. Zack, habe ich direkt auf meinem Stream Deck liegen. Das ist ja gut. Ja, klar. So, NB International Spaceport.
Können wir wieder beenden? Clear to launch. Ich mache erstmal System an. Ja, mit R. Ja, ja, ich hab das hier alles. Ist eingeschaltet, sehe ich. Okay. Ich finde das so geil. Das Geile ist, du kannst die Knöpfe auch aktiviert und unaktiviert anzeigen lassen. Also ich weiß dann auch nachher noch, okay, das Ding ist noch an. Ja, dumm nur, wenn der das Ding einer ausschießt und mit dem MP denn oder jetzt so. Eigentlich, wo geht denn jetzt eigentlich hier? Doch alles aktiviert, hast du doch gesagt. Ja, ist schon klar, aber wo geht denn jetzt hier die Dings auf? Ja, du sollst doch den Spaceport anrufen und dem requesten, Anfrage schicken, dass er dir die Tore aufmacht. Nummer F11, hab ich ja. Doch. Und er Friends. NB International Spaceport. Plug anklicken. Ja. So. Hailing. NB. So. You are clear to launch. You are clear to launch. Ja, dann guck dich mal, drück mal die Y-Taste und guck mal nach oben. Halt die mal gedrückt und schau mal nach oben, ob über dir vielleicht die Hangartore aufgegangen sind. Oh, da oben ist, glaube ich, was auf, ja. Ja. Aber ey, das sieht mir ja scheiße. Ja, muss gut, halt auf die Umgebung F4 wahrnehmen. Machen, wenn du natürlich keinen Ton hast, dann Y? Hättest du das vielleicht auch gehört. Ah ja, gut, gehört. Okay, dann sehe ich es vielleicht. Ja, da stimmt. Ja. So, jetzt mache ich Space. Ich habe da hier schon mehr Ruhe, wenn ich da mit F4 sehe, wo ich bin. Wenn ich ganz ehrlich bin. Gut, jetzt gehen wir mal rein, dass wir was sehen. Bist du eigentlich, wo bist du eigentlich? 4,3 Millionen Kilometer entfernt. Wenn du dich umguckst, dann siehst du mich, aber das ist egal. Guck erstmal, dass du da rauskommst und dann mal Vollschub Atmosphäre raus. Fahrwerk einfahren, ne? Ach so, stimmt. Fahrwerk. Gut. 80 Grad und volle Power. Und dann so ab 8.000 bis 10.000 Metern kannst du mal den Quantum Drive anmachen. Beziehungsweise du kannst, während du noch am Steigen bist, kannst du schon mal einen Kurs setzen. Guck mal, ob du das hinkriegst, ob das geht. Schon. Setzt du mal einen Kurs nach MIC L1. Star Map. Das ist ziemlich nah bei deiner, bei deinem Planeten. Wo bin ich hier? Mick. Wie soll das heißen? Guck mal da oben, wo es grün schimmert. Grün und blau und da blinkt's. Da ist Mick L1. Mick L1, tatsächlich, ja. Hey. Da steht auch Report for Duty. Du musst mal dieses Mick L1 anklicken und dann Kurs der Route. Genau, dann müsste er dich nach Mick L1 bringen. Steht auch Mick L1, oder? Weil es gibt nämlich da noch einen Unterpunkt, und zwar nämlich die INS Jericho, aber da willst du erstmal noch nicht hinspringen, sondern du musst erstmal nach Mick L1 und mich abholen. Mick L1, that route. Ja. Okay, gut. Ich habe nämlich die Jericho angewählt, ja. Okay. Gut, dann bring mal. Komm ich wieder aus? Nee, warte mal. Guck mal, hast jetzt schon 2.000 verdient. Hast noch nicht mal irgendwas gemacht. Gut. Wir sind auf 48. Oh, ui. Quantum Drive an. Ja. Punkt so. Suchen und hin. Punkt suchen. Ist es der hier? Ist es der da? Wo ist er denn, wenn ich blade? Ah, da, warte mal. Nee, das ist er nicht.
Hä? Du hast da so ein auf den Kopf gestelltes Quadrat. Da musst du einfach nur gucken, wo dieses kleine blaue Quadrat ist und da schwenkst du dann dein Schiff dahin. Schwirrt da irgendwo in deinem Sichtfeld rum. Muss doch hier sein. Da ist es doch. OM1. Hä? Ja, du musst erstmal über OM1 fliegen, weil du auf der Rückseite des Planeten bist, ja. Quantum Hold. MiG L1. Wieso fliegt der jetzt nicht? Ach, der Quantum ist noch am Laden, oder was? Hä? Ich muss das doch nur einladen und dann B, oder? Ja, aber da musst du erstmal kalibrieren. Ja, der hat doch kalibriert zu L1. Jetzt. Aber wieso springt er denn jetzt nicht? Warte mal, geh nochmal raus. Mach das Ganze nochmal. Oh, jetzt plötzlich macht er es, ohne dass ich was drück. Ja, das war vielleicht ein Leck oder so. Ja, scheinbar, offensichtlich. Da ist irgendwas rot, Kollege. Was ist denn da los? Das ist rot. Ja, ich hab hier ein... Achso, ist ein Cooldown. Okay, weg ist es. Alles gut. Bist du jetzt bei MiG L1? Ich bin jetzt bei MiG L1, wobei ich da noch einen kleinen... Ah, das... Ne, guck, genau geht die Sonne, gell? Das ist so scheiße. Ich sehe überhaupt nicht, wie viel ist denn da noch bis MiG L1? Wie lang ist denn das noch? Wie weit? Ich kann's... Guck mal, dass du dieses Quadrat, was so abgerundete Ecken hat, dass du das anvisierst, das ist nämlich die Station und da musst du wahrscheinlich noch mal einen kleinen Sprung hin machen. Ich, warte mal. Nicht so gleich. Den abgerundeten Quantum. Wenn dein Quantum-Ding anmachst, mach mal einfach dein Quantum-Drive an. Hab ich doch, der ist doch die ganze Zeit an. Genau, und dann müsstest du jetzt eigentlich direkt auf die Station gucken, so ziemlich. Report for duty. Was steht da? Hey, das steht alles übereinander. Da steht auch Geist 77. Ja, dann flieg mich an. Ich bin in der Station. Ja, ich hab doch auch ausgewählt, aber irgendwie will er nicht fliegen. Ja, dann hast du wahrscheinlich ein überlagertes Ziel oder... Nee, so. Oder ich kann hier nicht mehr im Quantum Drive fliegen, glaube ich. Wie weit bist du denn weg von der Station? Was steht denn da? Ja, das steht über deinem Namen. Ich kann es halt nicht erkennen. Ich kenn's einfach nicht. Du bist 4,1 Millionen Kilometer entfernt. Ja, sowas. Bei mir. Ja. Ja, dann musst du nochmal springen. Bist du aber gar nicht unterwegs. Gut, ich gehe nochmal raus und den nochmal auslocken. Der ist überhaupt nicht eingeloggt. Der ist überhaupt nicht kalibriert. Jetzt kalibriert er erst. Oh Mann. Deswegen. Dann drück. Achso. Nochmal. Doch B gedrückt halten, oder nicht? Ja. Macht er nicht. Gut, geh F2, mach Clear Route. F2. Clear Route. Und dann zoomst du nochmal an MiG L1 etwas näher ran, sodass du es gerade noch so sehen kannst und dann setzt nochmal den Kurs neu. Hä? Was ist denn jetzt? Ich krieg's hier nicht heute. Ist irgend... Ach, ja, Moment.
kann. MIG L1, Set Root. Jetzt du das nochmal reinladen. Und jetzt drücke ich nochmal N. B. Jetzt. Komisch. Jetzt geht's. Manchmal ein bisschen hakelig oder verbuggt, dann halt einfach nochmal löschen, nochmal neu setzen oder manuell ansteuern. Manuell ist halt ein bisschen schwierig, weil da jetzt so viele Ziele überlagern, dass der nicht weiß, welches du anwählen willst oder anfliegen willst, und dann tut er ständig die Ziele da neu kalibrieren. Deswegen musst du halt bei sowas halt leider dann doch einen Kurs setzen, sonst kommst du nicht voran. Ja, da hätte ich lang gebraucht, bis ich da bin. Ich glaube, da wären wir morgen noch dran. Ja, das sind halt so erfahrungswerte Workarounds und so, ne? Es ist Zeit für Gesprächsstoff. Schon wieder hast du Geld verdient. Hast immer noch nichts gemacht und hast schon hier 6.000 verdient. Wo steht das denn? Ja, da oben wird das ständig eingeblendet. Hier, du musst mal deine Umgebung etwas besser wahrnehmen. Payment Indikator. Ja, direkt da drunter kam mal kurz mal eine Nachricht, das ist halt wieder weg. Nee, jetzt ist irgendwie hier oben ein Monitor mit UEF auf. Aber da steht nicht mehr wie UEF drin. Also. Ja, das ist die Tusi, die da was sendet, aber die sendet nicht. So, jetzt springst du nochmal an die Station ran, kannst du nochmal manuell Quantum machen und dann nochmal näher ranspringen, weil du bist noch 60 Kilometer entfernt. Du musst nicht jetzt hinter diese komplett abfliegen. Halt mal an die Station näher ran. Vorsicht mit der Geschwindigkeit, nicht die Geschwindigkeit unterschätzen und die Masse, die du da hast unter deinem Hintern. Und so ab 5 Kilometer oder so bist du bei 6600. Da kommt dann irgendwann, steht oben, please contact ATC, und dann kannst du F11 drücken und Landeanfrage. Jetzt gleich müsste es gleich kommen. Weiter. 5100. Jetzt, ja? Vielleicht so bei 3000 bei den Stationen Schweiz jetzt. Genau. Ich sehe jetzt nur deine Distanz. Normalerweise siehst du die Distanz nur, wenn du dein Quantum anmachst. Hat er mir jetzt ein Dings gegeben? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Hä? Hast du den denn angefunkt? Ja, natürlich habe ich ihn angefunkt. Ich mach's nochmal. Muss dich dann halt wieder umgucken nach diesem Quadrat, was auf dem Kopf steht. Grün oder blau. Dann guckst du mal ein bisschen um, wo das ist. Drehst dein Schiff dahin und dann siehst du auch dann dein Pad, was der dir zugewiesen hat. Mich mal umgucken hier irgendwie. Einfach auf dieses kleine Quadrat. Muss irgendwo in deinem Sichtfeld sein. Er hat ja auch dann irgendwas erzählt. Ehrlich gesagt, sind hier ganz, ganz viele Quadrate immer im Sichtfeld. Ganz viele. Auf den Kopf gestellt halt für. Ach, warte mal. Moment. Und nochmal zu Quantum Drive mal ausgemacht und schon sehe ich auch, wo der Geist ist. Das sehe ich schon mal. Aber ich sehe kein Landefeld. Oder bin ich blöd? Hä? Ich sehe. Ist da oben oder was? Das? Sind wieder so ein Kreis mit so einem Haken drin. Ja, das ist dein Pad. Ich weiß schon. Wir haben ja beim letzten Mal schon das Problem gehabt, dass ich es nicht gefunden habe, weil ich scheinbar. Die Umgebung nicht wahrnimmst. Nein. Ich nehme die schon wahr. Aber ich bin scheinbar blind. Ich sag's, wie es ist.
dreh mal dein Schiff und guck mal, konzentrier dich mal auf dieses kleine blaue oder grüne. Wo sehe ich denn, ob ich eine Landeanfrage gestellt habe oder nicht? Oder ob die die ausgeführt haben oder nicht? Ja, das siehst du anhand dieses Quadrats, beziehungsweise wenn du halt auf das Pad drauf guckst, dann siehst du auch diesen Kreis mit diesem Haken drin. Ansonsten warte mal, was ist das hier? Report for duty, das ist was anderes. Nee. Ich sehe hier diese kleinen Schiffe, die hier rumfliegen, oder was ist das? Oder? Das sind aber keine Quadrate, das sind so, so Dreiecke, Haken, genau. So Haken, ja. so aufgestellte, genau. Spitzen halt so. Ja. Aber ich sehe keinen Kreis mit einem Haken drin. Ich sehe ihn nicht. Den siehst du auch nur, wenn der direkt in deinem Sichtfeld ist. Ansonsten siehst du dieses kleine Quantum. Wo sind denn hier die Landeplätze in der Regel? Ja, das kommt auf die Station drauf an, meistens an so Ausläufern. Immer so vier Stück an so einem Ausläufer dran. Da kommen irgendwelche Combat Pilots. Ja, das ist die Mission, die dann halt noch weiterläuft. Hier, mach nochmal Lande-Request. Ich mache nochmal Lande-Request. Ich gehe auf F11, ich gehe auf Friends. Oder muss ich das unter Pending machen? Nee. Channels? Global. Nein, du hast doch da hier die... Friends, MIG L1 Shallow Frontier Station. Genau. Pum. Hailing. Genau, jetzt wartest du und hörst mal genau hin, was der Typ sagt. Please proceed to sign landing bay. Please proceed to sign landing bay. Okay, also hat er dir schon was zugewiesen. Und jetzt guckst du dich einfach mal in deinem Sichtfeld um. Nicht dein Schiff schwenken, sondern dein komplettes Sichtfeld. Irgendwo ist ein kleines blaues Quadrat, was auf den Kopf gestellt ist. Schwenkst mal so ganz leichtes Schiff, dann siehst du auch, wie sich das Ding bewegt. Sieht aus wie so ein kleines Quantum-Ziel. Musst aber den Quantum Drive nicht anmachen. Da, ich hab's vor mir. Jetzt, komischerweise, ist es vor mir. Ja, ich würde jetzt, das war eben nicht da. Das war dann nicht da. Dann hast du das Ding nicht gerufen oder warst du weit weg? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, wie ich da auch irgendwie aus rumkomme. Deswegen achtet man halt oben drauf, wenn ganz oben über diesem CDF-Alert Xenosphere Ambush, da steht dann oben kurzzeitig, wenn du in Reichweite der Station bist, please contact ATC. Rot. Ja, habe ich ja gemacht. Ja, aber erst wenn diese Nachricht kommt, dann funktioniert das erst. Aber ist okay, das ist jetzt nicht so wild. Musst halt dann einfach nah an die Station ranfliegen, dann geht das. Ich glaube, der Landeplatz ist da oben drauf, glaube ich. Ja, kann sein. Hast jetzt aber diesen Kreis mit dem Haken drin, oder? Ja, jetzt sehe ich nicht mehr, weil ich gerade aus rumfliege. Aber der war hier. Ich habe es eben gerade gesehen. Ich drehe mich. Weil der nicht mehr in deinem Sichtfeld ist, hast du wieder dieses kleine Quadrat auf den Kopf gestellt. Verstehst du? Dieses kleine Quadrat ist immer dein Navigationspunkt. Kann das sein, dass ich auf dem Kopf stehe, dass ich von unten an die... Möglich, alles möglich. Hier gibt es kein oben, kein unten. Kein auf dem Kopf, oder? Das weiß ich ja, aber ich muss ja mal gucken, wie ich jetzt da hinkomme. Irgendwas blitzt hier dauernd vor mir. Ich glaube, ich weiß, wo es ist, auf der anderen Seite, glaube ich. Aber merk dir dieses kleine Quadrat, das ist immer wichtig. Ja, das ist, du übersiehst das halt einfach, weil du das nicht gewohnt bist. Wenn du irgendwo einen Kurs gesetzt hast oder du hast ein Missionsziel und das Missionsziel ist nicht direkt in deinem Sichtfeld, dann ist immer dieses kleine Quadrat deine Navigation. Da musst du dann einfach darauf achten und dein Schiff dementsprechend in diese Richtung schwenken. Dann wird alles ganz leicht. Stehst? Ich weiß nicht genau, was du mit dem kleinen Quadrat jetzt meinst, weil der. Guckst du jetzt gerade auf dieses Landepad? Ich
Bleib mal stehen, mach mal Fullstop. Wir machen das jetzt mal richtig. Ein für alle Mal. Fullstop, stehen bleiben komplett. Guckst du auf das Landepad? Ja. In die Richtung? Ja. Jetzt sehe ich sie auch vorher, habe ich sie gar nicht gesehen. Okay, stehen bleiben, nichts machen, stehen bleiben. Fullstop. So, jetzt schwenkst du mal dein Schiff weg von dem Landepad in eine Richtung. Achte mal, was passiert mit diesem Kreis und dem Haken drin, sobald du es aus deinem Sichtfeld raus ist. Es ist so ein kleiner Pfeil. Ja, es ist so ein kleiner blauer Pfeil. Pfeil oder ein Quadrat? Ein Pfeil. Dreieck. Eindeutig ein Dreieck. Dann ist es ein Dreieck, okay. Eindeutig. Das ist deswegen, ich denke, was für ein Quadrat? Von was für einem Quadrat redet der Mann? Also normalerweise ist es so eine Raute, die auf dem Kopf ist. Ich meine, ich muss mich ja auf irgendwen hier verlassen können, gell? Ja. Wenn ich mich auf irgendwen... Es kann aber sein, dass es von der RSI das Symbol anders ist. Das weiß ich jetzt nicht. Da will ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Auf jeden Fall dieses kleine Symbol. Entweder ist es halt dieses Dreieck, wie du sagst, oder halt so eine Raute auf den Kopf gestellt. Da musst du immer drauf achten. Das ist dein Hilfscomputer, der dir sagt, hier in die Richtung musst du dein Schiff schwenken. Stehst? Wenn du so, gerade wenn du viele Ziele hast oder alles überlagert ist oder Sonne oder weiß der Geier was. Ich bin im Anflug, Kollege. Sehr gut. Fahrwerk raus, landen. Fahrwerk raus. Bleib stehen. Bleib. Gut, und dann war's. Könnte ich, glaube ich, so machen, ne? Wenn du da jetzt aussteigst, machst du mal F1. Ich mach erstmal jetzt hier das System aus. Ja, bevor du aussteigst, wie gesagt, drück mal F1. Dann gehst du mal auf Equipment Manager. RDA-Lock. Ich kann gar nicht abschalten, oder was? Mach einfach gar nichts. Wenn du gelandet bist, drück mal F1 und geh mal in deinen Equipment Manager. Equipment Manager, da. Ja. Dann gehst du mal auf Utility. Da, ja. Und da unten auf Utility Item. Klick das mal an. Kannst du da irgendwas auswählen? Hast du da irgendwelche Ausrüstungsgegenstände? Nee, gar nichts. Hast du gar nichts? Nee. Und wenn du auf das 1 Utility Item 1 da drunter klickst, ebenso wahrscheinlich dann. Es ist keins drunter. Es steht nur Utility Item empty. Okay. Gut. Alles klar, dann musst du halt aussteigen und mal in die Station reinkommen. Du brauchst noch ein Item, auf alle Fälle. Okay. Okay. Da draußen geht der Panker. Wie war denn das nochmal? War das hier? Help out that naval supply convoy. Drop what you're doing and get out there. Gut, ich komme rein. Docking Port 1 oder wo bin ich jetzt? Scheinbar. He's happy with the supplies being delivered, but there's still plenty of work to do. Don't stop now. Come out. Just spoke with the Navy Quartermaster. 25% of the supplies accounted for. It's a start, but there's still a lot more needed. Da bist du ja endlich. Hola. So, folge mir. Wir müssen erst nochmal Equipment für dich kaufen.
weil hier hast du nochmal separate Stationsaufzüge, die bringen uns dann zu dem jeweiligen Deck, da diese Station auch einen Refinery-Bereich hat, also einen Raffineriebereich. Fahren wir jetzt zum Raffineriebereich, weil du Raffinerieausrüstung brauchst, also die da halt verkauft wird. In der Galerie, da gibt es so wie so eine Fressgasse und halt je nachdem, stationsabhängig, kannst du da, gibt es dann halt einen Waffenshop oder halt hier diesen Admin-Bereich, wo du da Pakete holst oder bringst. Oder auch vielleicht Schiffskomponenten-Shop. Das ist halt immer abhängig von der Station. Haben wir schon wieder 2000 verdient. Hast noch gar nichts gemacht. Hast schon hier fast 10.000 verdient. Frechheit. So. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber in diesen einen Shop hier. Gehst du mal da an das Terminal dran? Finding everything all right? Gehst da mal auf Weapons. Auf Weapon und da kaufst du mal das Pyro RYT Multitool ein Stück und schon wieder 2000 verdient. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn du das dann hast, dann gehst du auf Attachment und kaufst dir einen True Hole Tractor Beam Attachment, ein Orbit Mining Attachment. Und das war's erstmal. Brauchst auf jeden Fall aber diesen Truehold Tractor Beam. Und wenn du das gekauft hast, dann kannst du auch nochmal nach auf Misk gehen und kaufst bei Misk mal so 10 Medpens. Medpens. Supplies oder Misk. Was? Ah, ja. Ja. Ein Stück. Ich konnte doch die ganze Zeit, konnte ich doch die Menge ändern. Hier kann ich es nicht. Oder? Ach doch, hier. Einmal. Gut. Gut, dann gehst du jetzt, wenn du das gekauft hast, in deinen Equipment Manager wieder. Und muss dann bei Utility erstmal dieses Pyro Multitool auswählen und bei dem Multitool wiederum nochmal Tractor Beam Attachment nochmal zusätzlich unten nachrüsten. Dann Save Changes und Equip. Wo? Und er Weapons jetzt oder was? Bei Utility. Utility da. Utility Item. Jetzt kann ich dieses Pyro angehen. Und dann ist hier Multitool Attachment, Orbit Miner Attachment und True Hole Tractor Beam. Die soll ich jetzt auch anklicken, oder was? Achso, muss ich, was ich gerade equipped habe. Was equip ich? Tractor Beam oder Mining? Tractor Beam. Hab ich, gut. Save Changes und Equip. Und dann gehst du auf Misk. Und da tust du mal dann MedPen ausstatten. See anything you like? Hab ich. Brauche ich noch eine Waffe oder was? Ja, im Prinzip schon, aber darauf verzichten wir jetzt mal, weil sonst ist die Mission dann hier vorbei. Hier. Ja, aber das lassen wir jetzt mal, weil die Mission ist dann ansonsten vorbei und dann war alles umsonst. Wir wollen ja auch noch jetzt ein bisschen Geld verdienen. Okay. Escape. So, hab ich alles, ja? Ja. Lass uns mal dann schnell wieder in dein Schiff rein. Und mal endlich die Mission hier beginnen. So,
eigenen Aufzug nehmen, fährst zu Hangars und Hubs. Just tag the javelin. The enemy Idris, it's disengaging. We got them. Ja. Wieso kommt denn dieser blöde Aufzug nicht? Ob wir mitfahren können. Ja, jetzt geht's. Hangars and Hubs. Wherever I am on my way. Payment Indikator. Steigt. Nicht mehr weiter. Wieso? Fährt er denn nicht? Oder fährt er schon? Ja, normalerweise fährt er schon, wenn du es angeklickt hast. Du siehst doch, dass da dieser Pfeil da pulsiert. Ah ja, der pulsiert, ja. Jetzt bin ich da. Ich dachte nur, das dauert hier so lange. So. Doch gar nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Auf welchem Dock bist du denn? Da stand eben irgendwas mit 01, aber nicht Hangar 01, sondern... Guck dich mal oben. Du hast irgendwo ein Quantum-Beacon von deinem Schiff. Wenn du dich mal in deinem kompletten Sichtfeld umschaust, dann irgendwo ist dein Quantum-Beacon von dem Schiff und da steht auch nebendran, auf welchem Pad du stehst. Das ist E-Constellation. Ja. Pad. Warte mal. Hangar 10. Nee, warte mal. Wieso steht das immer alles so blöd übereinander? Dann stell dich 360 Grad nach links, irgendwas und hier, da sind noch rudimentäre Sachen. Constellation Andromeda, Pad 08. Ja, dann was los. Was ist dann hier mit. Ach so, Kruger steht auf Hangar 10. Nee. Hier, Pad 8. Komm. Ich drück mal Pad 8. Sag das mal. You exceeded the allotted time to depart. We will have to return your ship to storage. Was war jetzt mit. We have to your ship to storage? Was? Ja, das wird wahrscheinlich jetzt gerade eingelagert, wenn wir da halt rauslaufen. Wahrscheinlich. Fahren wir gerade wieder zurück in die Lobby und tun es nochmal ein- und auslagern. Wahrscheinlich nur für alle Fälle. Ist es so. Fahrt wieder in die Lobby, oder was? Ja. Nee. So, jetzt geh in die Konsole und tu das Schiff entweder Store oder Retrieve. Wenn da steht Store, dann musst du es erstmal einlagern und dann wieder auslagern, nur für alle Fälle, nicht dass es dann verschwindet. Was steht jetzt hier? Hier steht gar nichts dabei, ich kann es nicht. Doch, jetzt. Du musst einen Moment warten. Jetzt kann ich Retrieve machen. Dann drück mal. Pad 07. Dann los. Schnell. Ja, schnell, weil die Mission eigentlich gleich vorbei ist. Wir wollten ja eigentlich hier Mission machen. Ach so. Das musst du doch sagen, dass die vorbei ist. Pad 07, wo ist es? Schon gedrückt. Hast schon, du bist ja schneller wie die Feuerwehr. Wo bist du denn? Ja. Ey, das musst du sagen, Kerle. Was weiß denn ich? Ich kenne mich doch nicht so aus. Du bist ja hier daheim. Wahrscheinlich hast du irgendwo hinter so einer Stahlplatte dein Bettchen stehen. Verstehe ich? Nee? Na gut. Alme, komm. So, ab. Feuer frei jetzt. Ich kann hier doch auch nicht schneller. Im Grunde genommen war ich doch eigentlich ganz, ganz fix. Bis da doch, ja, dass ja. Ich das komische Pad nicht gefunden habe. Und vor allem. 45 Minuten für einen Fluch der 10 Minuten. Ja, aber gut, das ist halt Anfang. Ist das halt so. Du bist ja hier auch schon. Na, ich hab doch gedrückt. Ach, geht ja auch. Okay. So, auf dann los, Pilot. Und diesmal ein bisschen zackig. Rein, Triebwerke an, abheben. Space Industries. Enjoy the ride.
Base, 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 abheben, abheben, Schub, Schub, Schub. Bin doch dabei. Okay, Fahrwerk rein, Stück vorfliegen, das weg bis vom Pad. Und dann suchst du mal, wo diese Raute, die da so auf dem Kopf ist, unser Missionsziel. Da drehst du dann mal das Schiff hin, Quantum an und Sprung. Thank you. And please visit again. Quantum kann ich ja vorher schon anmachen, oder? Sehe ich das da? Dreh dich erstmal zu unserem Ziel. Das hier, oder? Nee, ARC-L4. Scheiße, warte mal. Doch nochmal. Mach mal dein Quantum bitte aus. Report for duty, diese Raute, die auf dem Kopf steht. Genau. Bin schon am Kopf. Hier? Nee, das ist es nicht. Ja, aber das ist hinter der Station. Ja, dann flieg so ein Stückchen zur Seite. Strafe mal nach rechts oder nach links. Aber eigentlich kannst du dich schon bringen. Zumindest sieht so aus. Ich mache, bis sie platzt. Nicht, dass ich an dem Ding hängen bleibe. Muss doch nicht sein. Quantum an, kalibrieren und Sprung. Quantum. Kalibrieren. Und jump! Jump? Ah, ja. Wir sind unterwegs. So, und jetzt? Gut. Jetzt machst du wieder Quantum an, hochschwenken zum Wreckside. Guck mal hier, 4 von 100, sehr gut. Da können wir noch was holen. Punkt zur Wreckside. Bin schon dabei. Wir können jetzt entweder die Leute bewachen, die Wracks plündern und halt hier diese Zeta, Prolanit, Acryliplex und Dilutermex bergen. Oder wir bergen selber. Wir bergen selber. Das ist, glaube ich, besser. So, jetzt, bevor du da jetzt rumschwenkst wie ein bekloppter Irrer, brauchst du nicht. Quantum erstmal bitte ausmachen. Quantum aus. Hab ich doch. Okay. Aufhören rumzuschwenken wie ein Irrer. Drück mal Tab und schick mal einen Scan raus. Da oben liegt irgendwas. Guck mal, wo sich da irgendwelche tumultartigen Sachen da. Hier vor uns ist irgendwas. Oder was. Oder was findet. Was ist das hier? Was da an uns vorbei ist. Nochmal scannen. Alles scannen. Guck mal, da wo der halt so ein. Ja, wie soll ich sagen? Wo der halt was. Detected. Na gut, ja, er hat gerade was detected. Das ist an uns vorbeigeflogen, deswegen habe ich da geguckt. Hier ist ein. Ist irgendwas wupp, schon wieder an uns vorbeigeflogen. Vergiss die Leute, die an uns vorbeifliegen, wenn du einen Scan machst, dann poppen doch so ganz viele kleine blaue Kreischen auf. Irgendwo in deinem Sichtfeld. Wenn nicht, dann musst du halt noch ein bisschen wegschwenken. Ansonsten, guck mal, wo die Wreckside ist. Die müsste ja ziemlich nah sein. Also vor uns direkt ist. Sind ein paar Würfel eingezeichnet in 10,4 Kilometer und es sind ganz viele kleine Punkte. Genau, flieg mal dahin. Bin ja schon dabei. Mach dabei noch Scan. Hier oben ist so ein Trümmerfeld. Als Scan. Ständig Scan. Wenn da so blaue. Blaue Pfeile sind. Blaue Haken. Das sind alles menschliche Spieler. Nicht so schnell fliegen. Vorsicht. Oh. Bitte flieg am besten nicht zu weit im roten Bereich, weil dann kannst du auch schneller abbremsen. Okay. Als Scan. Tap, 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 tap. Dann müsste irgendwo dann halt, wenn da so weiße, was sind das, Rauten oder Zacken, so weiße Zacken, immer so 4 Stück auf einen Schlag, da ist ein Trümmerfeld von Interesse. Da sind auch meistens dann die blauen, wenn da schon blaue dran sind, das sind ja menschliche Spieler, dann fliegt zu dem anderen, wo noch keine dran sind. Ich glaube, hier in 4.700 ist was, aber... Dann flieg mal hin. Ja, funktioniert jetzt aber auch nicht mehr. Es verschiebt sich. Wieso verschiebt sich das denn, wenn das da drüben... Guck mal, wo die blauen Typen sind. Flieg mal zu den blauen. Hier müsste doch irgendwo was sein. Hier sind wir jetzt mitten in dem Kram hier drin. Warte, jetzt gehe ich wieder runter. Uah, ich bin schon wieder zu schnell. So. Hier sind wir jetzt... Ah, vorne direkt das Trümmerfeld.
Weiterfliegen, geradeaus. Weiter, weiter, weiter. Entweder links, rechts unten oder etwas über uns. Eins von beiden ist. Siehst du diese Trümmer? Da sind noch mehrere Schiffe. Hier ist ein Schiff jetzt. Okay, guck mal, da ist doch jetzt. So, so kleine weiße Zacken sind da noch? Ja, genau. Die weißen Zacken, das sind Trümmer und die blauen sind menschliche Spieler. Okay. Jetzt flieg mal da ein bisschen näher ran. Zack, komm. Schub, schub, schub. Nicht zu viel. Näher dich doch an. Hier unten sind auch welche, aber da ist einer dabei. Ja, und beim anderen nicht. Doch, da sind zwei dabei. Geh mal zu dem einen, wo nur einer dabei ist. Ist wahrscheinlich schon alles geplündert. Brauchen wir nichts mehr zu machen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Langsam, stopp, 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 ja, stopp. Ja, bin ja dabei. Ja, wie gesagt, versuche. Geschwindigkeit. Masse. Ja, ich weiß. Aber jetzt siehst bin du, ich wenigstens mal dran. Ja. Da siehst du, da ist ein Trümmerding, mehrere Trümmer, so ein Haupt, so ein großes Trümmerstück und da ist eine MSR, ist der Mercury Star Runner. Der hat sich da schon geparkt und da verladen die gerade die Fässer in den rein. Ah, okay. Ja. Und sowas jetzt müssen wir jetzt auch irgendwo finden, oder was? Ja, wir können da mithelfen oder wir suchen uns unser eigenes Trümmerfeld. Auf jeden Fall diese weißen Zacken, die geben das Trümmerfeld an. Das sind meistens immer vier Stück. Wenn da schon blaue sind, dann ist das für uns nicht mehr von Interesse, beziehungsweise da ist dann schon jemand dran. Jetzt guck dich schon mal um. Ja, ich bin dabei. Oder nochmal was ist. Ich scanne und gucke. Ich scanne und gucke. Jetzt habe ich auch kapiert, was du von mir willst. Unten ist. Ja, scheinbar sind das ja erstmal solche Kisten und wenn man näher ranfliegt, werden es dann Zacken oder so. Kann das sein? Wenn da so diese weißen Zacken aufpoppen, dann heißt es, dass da hier ist Trümmer was. Sind. Da vorne ist was. Ich flieg mal langsam, ich scanne. Da sind aber auch schon wieder blaue Schiffe von uns. Ja, wahrscheinlich sind die schon alle da irgendwo dran, aber flieg trotzdem mal dahin. Da ist nämlich gerade irgendwo ein Schiff explodiert und da wird jetzt das Zeug da rausgeborgen. Flieg mal da ruhig hin. Aber ich sehe keine weißen Zacken mehr, blöderweise. Ich sehe zwar Schiffe schon mal um. Aber keine Zacken. Ich nochmal um. Bin dabei. Du musst die ganze Zeit scannen, ne? Ja, ich drück die ganze Zeit auf Scanner. Da ist ein weißer Zacken. Das ist auch ein weißer Zacken. Dieses Schiff da unten. Aber ist halt nur eine. Oder was ist. Da sind überall Spieler verstreut, die halt aufpassen, wenn da halt. Feinde kommen, die greifen sie dann an. Für uns sind die weißen Dinger interessant. Andromeda hier unten. Die hier. Ja, aber die wartet nur. Weg. Sie ist weggesprungen. Nee, ja. Die weißen Zacken, wie gesagt, nicht die blauen. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Eigentlich war das weiß, aber es hat ein bisschen blau rundherum geschienen. Ja gut, ist blau. Okay. Eigentlich ist das weiß, aber es hat da so einen blauen Schein. Aber das ist richtig weise, ist dann noch weiser. Ja, genau. Das ist richtig, aber jetzt finde ich überhaupt keine Brocken mehr. Auch nicht mehr diese großen Wolken, weißt du? Ja, du musst mal mehr zu dem hellen Wolkenbereich gehen. Ja, hier in die Richtung, oder was? Ah, hier. Da. Aber das ist, glaube ich, da, wo wir eben herkamen. Macht nichts, flieg da mal hin. Gucken wir uns das wenigstens mal an, dass du mal siehst, worum es da überhaupt geht. Da sind natürlich einige. Große Brocken, also diese weißen Dreiecke, da sind einige davon da. Aber immer so Viererpulks, genau wie du schon sagtest. Zwei Viererpulks, auf dem einen sehe ich jetzt keinen mehr, aber doch daneben steht einer. Aber irgendwie beim Pulk nicht. Warte, ich flieg da mal hin hier. Flieg da mal hin, dass wir uns das wenigstens mal angucken aus der Nähe. Ja, es sieht aber so aus, als wäre da keiner.
da kommt jetzt ein Trümmerfeld. Sie ist jetzt auch. Da, das linke große, der linke große Brocken. So, Vorsicht, langsam. Jetzt ganz langsam fliegen. Und ein bisschen näher ran und schwenk mal auf die linke Seite. Guckt ja noch so nach links unten. Guckt so das Wrack, ne? Guck mal, dass wir auf diese links untere Seite, Spitze da, zuschwenken. Da ist nämlich der Eingang. Können wir mal gucken, ob das schon geplündert worden ist. Weiter nach unten strafen. Weil wir sind oberhalb des Wracks. Warte mal. SDRG. Straight, ja. Genau. Genau. Als weiter. Jetzt mal so ein bisschen vor und dann so an die Spitze ran. Ah, siehst du, da unten, da ist schon. Stopp. Ist schon geöffnet worden, ist schon geplündert worden. Aber wir können ja jetzt ja trotzdem mal hingehen. Flieg mal näher ran. Können wir mal das mal üben, zumindest das Manöver. Deswegen hast du jetzt auch eine Constellation gemietet, weil die das transportieren kann, also halbwegs dafür geeignet ist. So, stopp. Guck mal, jetzt gehst du mal in die Außenansicht von der Constellation und so, dass du sie von der Seite siehst. Und dann siehst du, in der Mitte ist ein rundes Luftschott. Links und rechts, also gegenüberliegend jeweils. Ist egal, jetzt welche Seite du guckst. Jetzt musst du gucken, dass dieses Luftschott an der, so ungefähr, ja, okay. an diesem riesigen Tor, was da offen ist, dass du die Constellation so hinmanövrierst, dass das da hinguckt. Egal welche Seite, such dir eine aus. Musst auch vielleicht mal die Kamera dann halt so ein bisschen schwenken, dass du das besser siehst. Und immer wieder mal über F4 reingehen, falls das Schiff unkontrolliert schlingert oder so. Und dann tust du es halt wieder in die Mitte da. Maus dann halt, ne, dass das dann mal gerade ist. Warte mal. Ist blöd, wenn ich jetzt halt F4 rausgehe. Jetzt bleib einfach mal stehen, komplett. Dass er sich nicht mehr bewegt und dann strafe mal nach links mit A. Warte mal, Sekunde bitte. Sekunde. Ich bin gerade was an. Ah, okay. Jetzt. Let me have a look. So, jetzt lass uns mal wieder hier weiter. Er dreht sich immer weiter. Das ist schon zu viel. Ja, ist schon korrekt. Nein, das ist korrekt. Ein bisschen runter. Rückwärts? Wie rückwärts? Du bist viel zu weit vorne. Das Schott ist jetzt, also hier dieser Eingang ist jetzt hier fast am hintersten Triebwerk. Oh, tatsächlich. Ja, okay, das müssen wir noch korrigieren. Sekunde. Kriegen wir? Moment. So. Ui, wieso? Nicht. Wie gesagt, wenn du nicht mehr weißt, wieso der da irgendwo hinsteuert, F4, Cockpit-Ansicht und wieder die Maus in die Mitte, dass der sich nicht mehr bewegt. Ja, das war ja schon korrekt, der hat sich ja nicht mehr bewegt. Tu noch mal ein bisschen A drücken, noch ein bisschen näher ranstrafen. Einfach A. Ich will halt nicht antworten. Okay, noch ein bisschen. Ich muss ein bisschen näher ran. Das ist eigentlich schon so okay. So ist eigentlich schon okay, weil wir sehen, du kannst jetzt noch mal ein bisschen, bleib erstmal komplett stehen, dann drückst du noch mal ein ganz kleines bisschen E, dass du dich nach rechts rollst, ein ganz klein bisschen nur. Ja, so ist schon okay, das reicht schon. Okay, gut. Ich bin jetzt auf 0. Genau, jetzt drückst du mal die Taste, Triebwerke aus, also Antrieb wird dann nur abgeschaltet, die Energie bleibt aber an. Das war R, ne? I ist Engines off. U ist Engine Power on off. Ja, genau. R ist einfach nur Schnelltaste gesamt. E. Genau. So, gehen wir mal nach hinten. Also das Wrack ist jetzt geplündert, ne? Da finden wir jetzt nichts mehr, aber nur, dass du mal weißt, was wir hier überhaupt machen.
warum wir jetzt diese Constellation genommen haben. So, dann gehen wir hier an dieses Luftschott, machen das auf. So, da siehst du da oben, da schweben wir jetzt mal rüber. Upp, Vorsicht. Genau. Da siehst du, hier liegt auch eine tote KI rum. Und hier in diesen ganzen, diesen leeren Dingern hier, da sind normalerweise halt diese Sachen drin, die wir hier rausholen müssen. Mhm. Und dann halt einladen müssen. Und da kannst du jetzt mal Folgendes machen, wenn du da mal die Taste 4 drückst, dann nimmt er diesen, genau, den nimmt er her, drückt mal Rechtsklick, macht er den an. Mhm. Und dann drückst du mal die linke Maustaste. So, und das ist der, dieser Traktorbeam, genau. Also du machst im Prinzip, machst du hier zum Beispiel, jetzt stehst du hier direkt davor. Und wirfst das Zeug quasi hier üben in die Ladeluke rein. Genau, du musst die ganze Zeit diesen linken Dingsbums gedrückt halten. Genau. Nimmst dann die Kiste und dann kannst du mit dem Scrollrad... Kann ich aber nicht alles nehmen, ne? Du kannst immer nur eine Kiste nehmen. Ja, du kannst nicht alles aufgrabben. Zum Beispiel die Leiche hier kannst du jetzt nicht aufgrabben. Nee, kannst du nicht. Mal gucken, ob wir hier irgendwo vielleicht noch eine haben sie übersehen oder so. Können wir die gerade mal nehmen. Ich guck mal, aber die normalerweise plündern sie alles sauber. Du siehst hier in diesen, hier drüben, da siehst du ja, wie diese Regale offen sind. Ne? Wenn du da näher rangehst, da hast du diesen gelben Knopf, da steht dann Open. Drückst du drauf und dann geht dieses, fährt das Ding raus und da ist dann so ein Fass drauf. Und das kannst du dann mit diesem Traktorbeam nehmen, läufst dann rüber, hältst es, die ganze Zeit linke Maustaste gedrückt und dann mit dem Scrollrad kannst du deinen Beam-Distanz ändern. Und dann mit dem Scrollrad scrollst du praktisch das Fass dann rüber, da durch die Luke durch, lässt es dann los und dann fällt es dann da auf den Boden. Also so machst du das die ganze Zeit. Ich guck mal, vielleicht haben sie irgendwo ein Fass vergessen, aber ich glaube nicht. Haben alles geplündert. Ist alles leer. Was ist denn das hier? Warte mal, guck mal hier. Guck mal, hier ist eine Waffe, die kannst du mal rüber scrollen. Guck mal, hier liegen zwei Waffen. Die kannst du mal nehmen und mal da rüber teleportieren. Wo? Guck mal, ob das... Hier. Da liegen zwei Waffen. Nimmst mal die zwei Waffen, tust sie mal da in dein Schiff rüber transportieren. Hier. Ich sehe nicht, wo sie liegt. Hier, wo ich stehe. Ja. Guck mal. Da. Genau. Jetzt mit dem Scrollrad läufst erstmal darüber. Genau. Liegen noch mehr Waffen. Nimm mal die ganzen Waffen mit. Komm. Aber wir sind etwas transportiert. Und jetzt, genau, jetzt gehst du als weiter, so bis du ungefähr weißt, okay, die ist drin und dann lässt du los und dann fällst du auf den Boden. Kannst da ziemlich weit scrollen. Ich glaub, klappt. Die ist drin. Ich glaub, genau. Die ist drin, ja. Guck mal, da hinten liegen noch mehr Waffen, nimmst mal die ganzen Waffen mit hier. Waffenexporteure. Genau. Kann man hier auch Licht anmachen? Wie war ein Licht? J? Nee. Hey. Aber du hast nur so eine kleine Helmleuchte. Tee wie Theodor. Tee, ja genau. Naja gut, ist besser wie nichts. Ich habe nämlich gar nichts gesehen. So, jetzt könnte ich ja vielleicht mal irgendwie rausfinden, wo hier... Hier liegt noch eine Waffe. Ja, ganz richtig. Ja, du musst halt schon aufpassen, dass die Waffe nicht da irgendwo hängen bleibt, sondern du musst halt... Ja, und jetzt ist er hängen geblieben, jetzt weiß ich immer, wo sie ist. Da, direkt vor dir. Siehst du das nicht? Hier, guck mal, da. Ja, ich hab's dir mal rausgeholt. Da liegt's jetzt wieder. Okay. Normal ist immer einer, wenn hier einer hinten ist, der holt die Fässer raus und schmeißt sie da vorne genau, an den Eingang. Und dann steht einer am Eingang und... Der zieht drüber, genau. Dann. Oh, nee, das war noch nicht richtig. Aber man kann die ja dann auch im All wieder grabben, ne? Ja, ja, sofern sie nicht zu weit weg ist. Also irgendwann ist natürlich außerhalb der Reichweite. Du hast ja da auch so einen Grafen, der zeigt dir an, wie weit du weg bist. Ist das, wenn der in das Rote geht, dass da quasi Schwerkraft ist? Kann das sein, dass das irgendwie... Ja, da bist du schon... Das kommt auch darauf an, wenn du halt Schwerkraft hast, dann kannst du halt die Objekte wahrscheinlich nicht so weit von dir weg beamen, ne? Weil halt die Schwerkraft dann halt hier Hebelwirkung und so weiter. Aber im Weltall spielt das dann keine Rolle. Da kannst du praktisch dann die maximale Distanz... Weil irgendwie, wenn ich reingehe, wird das Ding irgendwann... Ja, jetzt. Jetzt ist auch, jetzt hat die Schwerkraft vom Schiff das Ding erfasst und das Ding ist zu Boden gefallen. Ja, genau, das habe ich jetzt auch gesehen. Genau. Vorhin habe ich es nicht gesehen, aber das ist auch drin.
Sonst würden die jetzt draußen rumflitzen. Und hier ist eine schöne Waffe. Was ist das hier? Kann man die mitnehmen? Guck mal hier. Jetzt weißt du, was du machst. Du tust jetzt mal diese Waffe, drück mal R gedrückt halten. Da tust du immer die Waffe wegstecken oder was du immer in der Hand hast. Genau, jetzt gehst du mal da näher dran und drückst mal die F-Taste und nimmst dir mal die Waffe. Equip. Das ist eine schöne Waffe. Gehört dir dann dir. Genau. Guck mal, ob die schießen kann, aber schießt nicht auf mich. Ja, sehr gut. Und mit R gedrückt halten, tut er die wieder halt einslotten hinten auf dem Rücken. Wenn du jetzt da nur noch ein Magazin drin hast, aber ist egal. Hast jetzt mal eine Waffe, außerdem in deinem Schiff ist ja auch noch, sind auch noch Waffen drin. Hier fliegt gerade ein Schiff auf uns zu. Naja, der hat gedacht, wir sind hier am Plündern oder so. So. Ah ja, gut. Auf jeden Fall, also diese Wracks hier, die sind hier, diese Tür hier, die ist immer zu. Ne? Also du musst erstmal in das Wrack eindringen. Dann hier dich runter, hier ist ja KI drinne, feindliche, ne? Das ist ja hier der Tote da. Du musst dich da durch das Schiff kämpfen und dann hier vorne siehst du diesen Transformator hier. Da kannst du, hier ist dieser grüne Punkt da, Run. Da kannst du dann das Ding aufmachen. Du musst dann praktisch das Tor dann aufmachen, vorher natürlich die KI gesäubert haben und aufpassen, dass du nicht erschossen wirst. Und dann erst kannst du das Wrack anfangen zu plündern. Ne? Und wie kommen wir hier in das Wrack rein? Guck mal, wie kommen wir denn hier in das Wrack rein? Also hier, die Tür ist jetzt, stellen wir uns imaginär zu. Wir schweben mal raus. So, wie kommen wir jetzt in das Wrack da rein? Find mal einen Zugang. Ich folge dir einfach. Ja, warte mal. Es gibt, glaube ich, fünf Zugänge in das Wrack, aber das ist immer zufallsbedingt, sind die alle verschlossen, bis auf einen. Du hast hier... Hier unten. Das ist eine Öffnung. Genau, dreh dich erstmal so, dass das für dich... Aber ich glaube, ich bin verkehrt rum, kann das sein? Sein, ja. Ist jetzt gerade auf dem Kopf. Deswegen knallst du dann auch auf den Boden. Okay. Aber dann habe ich es geschafft. Guck. Dann muss man hier rein. Hier ist der erste Gegner scheinbar. Der hätte auch eine Waffe. Guck mal, die kannst du auch mitnehmen. Du könntest jetzt eigentlich rein theoretisch die ganzen Waffen hier klauen. Aber hier, normalerweise, diese Tür ist verschlossen. Es kann sein, dass die verschlossen ist. 60 Ammo. Genau. So, genau, da musst du dich dann hier zurecht. Hier ist noch eine Tür. Ja, die ist zu. Die ist zu, ja. Es gibt aber halt noch mehr Zugänge. Das war jetzt einer. Das sind auch noch links und rechts. Im äußeren Bereich sind noch Zugänge. Dann ist auf der gegenüberliegenden Seite sind auch noch zwei Zugänge. Weißt du, was du jetzt mal machen kannst, ist, du tust jetzt mal, gehst mal F1. Ja. Jetzt hat er es auf den Boden fallen lassen. Jetzt tust du mal die Waffe, die du gehst auf Equipment Manager. Dann gehst du auf Weapons und da ist jetzt diese, wie auch immer die Waffe da jetzt heißt. P4AR Rifle. Genau, die tust du jetzt mal auf Unequip machen. Unequip. Genau, und dann Save Changes and Equip. Jetzt hast du diese Waffe mit deinem Inventory drin. Wartest einen Moment, bis er die weg hat. So, jetzt ist sie in deinem Gesamtinventory drin. Jetzt kannst du die Waffe, die hier unten auf dem Boden liegt. Carry die. Oder Equip. Mach erst Carry. Vielleicht ein bisschen blöd. Oh, was? Member left. Ach so. Geht. Alles gut. Geht. Genau, jetzt drück mal R gedrückt halten. Guck mal, ob der die auf dem Rücken nimmt. Genau. Und so kannst du jetzt praktisch die Waffe auch nochmal unequip machen im Equipment Manager. Hast du jetzt zwei Waffen in deinem Gesamtinventory. Ohne dass du die jetzt gekauft hast. Okay. Da sind ja auch noch drei Waffen. Guck mal hier, der Typ hat noch so eine Waffe. Könntest du eigentlich auch noch mitnehmen. Die bei der Leiche hier vorne. Okay, das ist die gleiche. Genau, musst aber erstmal die andere anequippen, die du auf dem Rücken hast. Also wieder in Mobiglas, wieder in... Genau. Ist noch alles ein bisschen umständlich. Manager? Steht damit, dass ja, die ein richtiges Loot-System haben. Ne? Also dann... Weapons. Kommt jetzt zum Ende des Jahres dann die hin. Die ist equipped, die mache ich unequipped. Genau. Die Gallant Rifle. Jetzt hast du auch zwei Stück zur Auswahl, ne? Richtig. Auf dem leeren Waffenslot. Genau. Genau. Ja. Gehst du safe und equip und dann wieder raus. Aber ich glaube, der hat die noch nicht angequippt. Musst nur einen Moment warten, bis das dann auch gespeichert wird.
geht auch dann irgendwie so ein Ruck durch das Display irgendwie so, wenn der da was ändert an seiner Ausrüstung. Genau, jetzt sind sie weg. Ist auch so ein Ruck gegeben oder irgendwie so ein Flackern oder so, ne? Ja, es hat unten am Arm ein bisschen geflaggert, ja. Genau, richtig, ja. Jetzt kannst du dir die andere Waffe noch schnappen. Haben wir die auch noch? Was haben wir hier? Okay. Eher so Shotgun. Ja, ja, verschiedene Waffen. Da gibt es schon ziemlich viele. So, du siehst hier oben übrigens bei dieser Missionsnachricht, ne? Zeta Polanit, 81 von 100 haben sie schon geliefert, 40 von 50 und 50 von 80. Wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwo anders jetzt noch so eine Wrackzeit finden und da können wir dann helfen. Okay, komm, wir fliegen mal raus. Aber wahrscheinlich sind die Leute unterwegs. Oh, shit. Oh. Ich glaube, ich muss mich drehen. Hoppala. Zu schnell. Immer am besten immer so auf das Niveau drehen von dem jeweiligen Schiff, wo du rein genau willst. Aua, ich bin tot, glaube ich. Ja, das kann man so ein bisschen, nein. Kannst du so ein bisschen üben mit dem Reinfliegen, dass der nicht zu hoch oder zu tief ist. Und dann landet er auch in der Regel bei seinen auf den Füßen. Ne? Ja, dann zeig mir das jetzt, komm. Hallo? Ja? Komm, zeig mir das. Was denn? Hier reinzukommen, oder? Ja, guck so. Ja, gut. Du stehst auch nicht mehr. Erstmal hier alles zu. Aber hier liegen noch irgendwo die Waffen rum, oder? Wo sind sie? Vielleicht auch da runtergefallen. Nö, wieso? Achso, nee, da liegt eine Waffe. Also wenn ihr diese ganzen Kisten holst, dann machst du ja alles rein, ne? Da ist ja alles so voll, dann würde ich hier diese... Da liegt eine. Da würde ich dann natürlich nicht mehr durch diese Luke, sondern auf der gegenüberliegenden Seite dann versuchen reinzukommen, weil hier ist ja alles voll mit Kisten. Die Waffen entnehmen. Ja. Auf keine Quip hier. Na, dann ist die verbuggt, die Waffe, oder die liegt halt irgendwo vielleicht da halb runter oder so. Ja, ist, egal. Ist wahrscheinlich verbuggt, ja. Ist egal. Es war ja auch nur zum Testen mit dieser Waffe. Ich habe also, drei Stück, zwischen mir. Ja, jetzt hast du drei gute Waffen, ja, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal ins Cockpit und die sind auch fast fertig mit dem Liefern. Müssen wir halt den Rest dann halt noch campen. Kannst du ein bisschen campen. Ist ja auch schön. Willst du mal fliegen? Ich gehe in Dings oder wollt mir das... Nee, mach du das mal. Fliegen, ich mach ja? Das schon. Okay, dann gehe ich mal in den Pilotensitz. Genau. So, mit I tun wir jetzt wieder Engine Start. Collision Alert. Ja, weil halt überall drüber sind hier von dem. Oh, das ist cool. Wo müssen wir hin? Ja, jetzt guckst du einfach mal, wo hier rote Ziele sind. Da sind ja schon welche, da hinten. Aber aufpassen, ne? RSI Aurora im M. Das, wenn hier einer aus Versehen einen anderen trifft, dann kriegt er einen Crime-Status und dann musst du halt dann schon gucken, dass du halt nicht die eigenen Leute abschießt. Guck mal, Locate Supply Ship ist da vorne. Kannst du mal da hinfliegen? Locate Supply Ship? Wo liest du das immer? Ich sehe das. Ramp ist fest, sehe ich hier irgendwas. In 3900. Du musst immer auf diese Missionsrauten. Locate Supply Ship. Ja, klick da mal hin. Gib mal ein bisschen Gas. Ja. 23 Kilometer, ich mach mal Vollgas. Ja, Vorsicht, bei 15 oder 10 Kilometer musst du schon dann wieder runterbremsen. Machen wir. Aye, Sir. Und da unten. Gegner, ja. Voraus. Xenothreat, jawohl, greifen wir den an. Werde langsamer. 8 Kilometer entfernt, da ist auch schon einer dran. Ist egal, okay. Wir gehen trotzdem. Fliegen wir trotzdem mal hin und gucken wir mal, was wir da machen können. Dürfen wir da nicht mit angreifen, wenn der das angreift? Oder? Doch, du musst nur aufpassen, oh, dass du das niemanden triffst oder rammst. Deswegen, ich würde mit der Constellation eher langsam fliegen, hier im 10% im blauen Bereich. Ja, bin und ich mich hier. Dann aufs, bin ich hier. Aufs Schießen konzentrieren und aufpassen, dass du halt auf dieses Vorhalte-Symbol schießt und nicht auf Freunde. Ich dachte, du schießt jetzt. Schieß noch kann ich die nicht irgendwie einloggen? Ja, mit der Taste 5 tust du Gegner durchschalten. Okay, das sieht doch schon mal gut aus.
2,5 Kilometer, wann kann ich anfangen? Sobald du halt dieses Symbol da hast. Ah, jetzt glaube ich. Inbound Missile. Missile ist da. Inbound Missile. Ich mach mich mal ein bisschen hier vom Acker. Hier werde ich beschossen. Ich müsste doch auch irgendwie die Schilde verlegen können, oder? Nee, das lassen wir rüber. Das geht jetzt sowieso nicht mehr. Das haben sie was geändert. Du brauchst aber auch nichts, weil du hast ziemlich fette Schilder. Also die gehen jetzt nicht so schnell kaputt. Such dich mal immer auf ein Ziel zu konzentrieren. Bin ich hier gerade dran. Was macht denn der für Hage, sag mal? Am besten nimmst du nicht eine Avenger als Ziel, weil die ist sehr flink. Such dir lieber ein anderes Ziel, zum Beispiel eine Cutlass oder eine Vanguard. Du siehst ja den Schiffstypen, ne? Wenn du einen angesehen hast. Und wenn das eine Avenger ist, dann such dir lieber ein anderes Ziel, weil die einfach zu flink ist. Kannst du die Griechen nicht platt, oder was? Doch. Die ist zu flink. Ja schon, aber das ist doch nicht ein Grund, da aufzugeben. Irgendwelche Fragen? Hat es einen erwischt, ja. Sehr gut. Das war, glaube ich, so ein flinkes Teil. Sehr gut. Ja, du hast ja auch eine brachiale Firepower. Also wenn du den 2-3 Mal triffst, dann ist der weg. Ja, du bist aber halt sehr träge. Du musst nur aufpassen mit der Geschwindigkeit. Ich würde den Schubpegel irgendwo so ein bisschen knapp über dem normalen Bereich. Also nicht auf volle Power, weil wenn du sonst bist du plötzlich zu schnell und knallst in irgendjemanden rein. Mal her, haben wir einen erwischt. Sehr gut. Das war schon das Zweite. Ja, ich habe ja mitgeholfen. Kommt der nächste. Du siehst ja, der hat jetzt so ein ganz kleines rotes Quadrat zum Vorhalten. Also da bist du noch nicht in Reichweite der Waffen. Und jetzt ist es größer. Jetzt kannst du es drauf. Genau. Das ist zum Beispiel eine Cutlass hier. Sehr gut. Guck mal hier, was wir die hier weghauen hier. Combined Power, stehst? So sieht's aus. Das war's. Das war's, ja. Jetzt gucke ich mich wieder um nach. Und das Coole ist ja jetzt, ne, also du hast jetzt diese brachiale Main-Power da, 4 Superguns. Ich bin jetzt hier in dem Gunnerturm, kann mich schnell flink drehen und unter uns ist noch ein Gunnerturm. Also wenn du hier mit 3 Leuten drinnen bist, dann hast du schon eine üble Firepower, ne? Vor allen Dingen auch, wenn dich Gegner angreifen. Ja, das Geile ist, dass du 3 Leute hast, die jeweils verschiedene Ebenen abdecken, ne? Weil die Ebene ohne Drohne bringt dir ja nichts, wenn du nach vorne schießt, ne? Vor allen Dingen, du flüchtest ja zum Beispiel, weil es ein schneller Gegner ist, der ist dann hinter dir und schießt dann sauber, ich drehe mich nach hinten und baller den voll. Dann hat er auch keine Chance, dann muss er auch ausweichen. Xenothreat Idris. Xenothreat Idris, genau, da fliegen wir jetzt hin und greifen jetzt eine Idris an. 600 Kilometer. Mach mal Sprung. Guck mal, schon wieder 8000 hier, was wir Geld verdienen. Fürs nix tun. Hier, Kollege, was ist denn hier los? Naja gut, wir haben gerade 5. Naja, es waren 2 oder 3. Und bei 3, 4 haben wir noch Unterstützung. Jetzt immer, glaube ich, der Letzte, der den finalen Schuss macht, der kriegt dann halt sozusagen diesen Kill, gut geschrieben, aber... So, da Feuer frei, oder was? Nee, 608 Kilometer habe ich hier noch stehen. Hä? Jetzt gucken wir nach vorne. Ach so, jetzt ja. Hatten Sie Ruckel. Jetzt muss mal gucken. So, was haben wir denn da? Eine Idris. Ja, fliegen wir doch mal zu Idris. Da kannst du es im Prinzip so machen, jetzt langsam halt dann anfliegen und gehst dann halt so auf, hältst immer mal so einen Kilometer oder so Abstand, guckst halt, dass du da nicht in die Reihen fliegst oder da aus Versehen eine Feuerlinie von jemandem kommst, die ist hinter uns. Die ist hinter uns. Die ist hinter uns, die Idris. Drück mal die Taste 5. Hä, was ist denn das da vor uns? Jericho. Ja, das ist hier Freund, Kollege. Ist da irgendwas rot? Ach so, ich bin noch im Dings, im Quantum. Ja da ist was rot, das ist es genau. Das war es nämlich, das war das Problem. Jetzt bin ich auch wieder auf Kurs.
Gib mir mal bitte ein Ziel. Du mal die 5 drücken und suchst dir die Itris Ziele. Da sind ja schon mehrere Ziele da. Suchst dir mal, tust mal die Itris auswählen. Xenos siehst doch, du hast. Wo krieg ich denn die Itris? Ah, nee. Du hast doch da irgendwo. Hast du doch so ein Bildschirm mit deinem Feind, den du ausgewählt hast aktuell? Ja. Genau, suchst du jetzt mal eine Itris aus und fliegst du dann langsam Itris auf die Itris. Da, jetzt hab ich's. Ich hab's auch kapiert jetzt. Okay. Kannst du auch die Bildschirme anders belegen, wenn du lieber willst, dass das links unten ist oder so, der Feind? Nee, ist ja in Ordnung. Ich hab's nur nicht kapiert, wo steht. Wo ist dein Itris? Es steht nicht oben. Ich hab nämlich gedacht, das sind doch alles Xenos-Thread. Ist doch Blödsinn. Ja, das sind ja mehrere Ziele. Ja, klar. Ja, aber unten steht der Name und nicht oben. Ja. Ja, genau. Ja. So. So, jetzt nicht schnell fliegen, gell? Langsam jetzt. Jetzt mache ich gerade. Ganz langsam. Ich werde jetzt gerade langsamer. Ja, krieg aber gerade auf die Fresse. So, jetzt hoch. Ja, Vorsicht, wir sind ziemlich nah dran, weil die Itris schießt ja auch zurück, ne? Also, aber schieß mal drauf und guck mal, was geht. Also nicht näher fliegen. Dann eher lieber so strafen, weißt du, so um das Schiff drumherum strafen oder so. Haben wir hier irgendwo Geschütztürme direkt drin oder so? Nein, einfach irgendwo konzentriert auf einen Punkt drauf schießen. Du siehst auch, dass dann die Schilde dann so von der verschiedenen aufleuchten, wenn wir die treffen, ne? Und wenn dann halt die Hülle so orange aufleuchtet, dann weißt du, okay, die Schilde sind durch und wir schießen gerade die Hülle kaputt. Oh, Vorsicht, wir werden getroffen. Ja, aber wie? Ja, dann beweg dich mal seitlich weg. Ich wollte gerade sagen, ich strafe. Genau, einfach mal strafen. Zur Not halt einfach mal kurz wegfliegen, Schild aufladen lassen und dann wieder anfliegen. Aber halt nicht hier 100.000 Milliarden Stundenkilometer, sondern langsam. Okay. Geh mal ein bisschen weg. Du hast nämlich zwei Schildphasen, vorne und hinten. Dann drehst du dich halt mal kurz von dem Schiff weg. Flieg mal kurz weg, watz, bis die Schilde sich aufgeladen haben. Und du merkst auch, wenn du schießen tust, du hast ja so eine Art Laserpuffer, ne? Wenn der leer ist, musst du halt einen Moment warten, bis er sich wieder aufgeladen hat und dann kannst du weiter schießen. Wieder drauf. So, von der Seite anfliegen ist eigentlich nicht verkehrt oder von hinten. Also ich würde es auf jeden Fall nicht von vorne anfliegen, ne? Vorne ist immer schlimm, weil da ist auch die Railgun und so. Bin ich jetzt vorne? Nee. Du bist jetzt genau seitlich, fliegst du auf die drauf. Genau. Halt immer so um die 1000 Meter Abstand. Die bewegt sich ja auch, ne? Also. 1300 haben wir, ja. Vorsicht, da hinten ist eine Hammerhead von uns, nicht, dass du die triffst. Noch mal ein bisschen näher ran. Das ist jetzt, hat er uns erfasst. Jetzt schießt er auch ein bisschen auf uns. Geht noch mal ein bisschen näher ran. Geht's hoch. Direkt vor uns, über uns ist eine Hammerhead, nicht dass du die triffst oder rammst. Sehr gut. So, hier ist mal ein neues Ziel. Gibt's hier noch? Cutlass Black. Gucken wir uns mal, wo die Cutlass Black ist. Greifen wir die mal an, aber da stützt sich jetzt wahrscheinlich alles drauf. Der ist schon weg. Ist schon weg, ne? Ja. Im Prinzip ist. Ja, da kommen jetzt gerade wieder ein neues Ziel. Okay, nee, ist auch weg. Im Prinzip, es fehlen uns 6 Dilu-Termex. Fehlen uns noch. Ist irgendjemand noch unterwegs? Oder fehlt noch was? Da haben wir eine. Noch eine Cutlass Black. Ja. Aber im Prinzip, bis du da bist, die wird schon beschossen. Wieder was Neues? Oh, eine Anvil Valkyrie. Die können wir mal beschießen. Jetzt bin ich schon gerade passiert an dem. Das war eng.
ist kaputt. Gibt's eine andere oder was? Anvil Arrow? Ja, die Anvil Arrow, die ist, ja, ist halt sehr flink, ne? Wieder was Neues gekommen. Eine Mantis, die könnten wir mal angreifen. 6 Kilometer entfernt. Hier schießt erst auf das Ziel, wenn der diese Klammer da aufpoppt, ne? Ja, klar, hat er doch, aber ich bin nicht im Reichweite da. Haben wir. Sehr gut. Power, so, ja. Next one ist die Mantis. Die ist auch schon am Trudeln, die ist doch schon hin, oder? Ja. Da hat schon einer was gerammt, oder? Gut. Mantis. Gibt sonst nichts. Okay, wir fliegen mal da. Ist weg. Okay. Muss einer noch diese 6 Dilos da bringen. Ach so, hier der Iceman Saar ist unterwegs. Was? Der Iceman Saar im Chat schreibt, yeah, got enough. Der ist unterwegs. Ich glaube, diese Dilu Thermax, das sind die, wo du keinen Quantumsprung machen darfst, sondern musst du so fliegen. Was ist denn eigentlich mit dem Missile Warn? Geht das wieder aus, oder? Weil das ist vielleicht verbuggt. Okay. Das ist vielleicht verbuggt. So, der hat den Rest jetzt gefunden, oder was? Ja, ist voll. Der ist wahrscheinlich unterwegs. Also es fehlen ja noch 6 Dilu Thermax. 74 von 80, mal, ja. Pass mal, flieg mal hier zu der Jericho-Station, damit du weißt, wo man das überhaupt abgeben muss. Hier vorne ist eine Frag-Site. Nee, da kommen wir ja gerade her. Achso, das ist die, okay. Genau. Flieg mal zu der Jericho-Station. Komm, Link. Nee, Map. Steht die auf der Map? Nee, die müsste ja eigentlich irgendwo in der Umgebung sein. Du kannst auch mal ein Quantum anmachen und gucken, ob du es über Quantumsziel findest. Da, direkt voraus. Stopp. Guck mal Richtung Sonne. Die ist dann oberhalb der Sonne irgendwo. Richtung Sonne. Oberhalb der Sonne. Ladder. Nee. Was ist denn das hier oben? Hier haben wir... Achso. Nee, das ist Inis Jericho. Ja. Okay. Klick mal dahin. 13 Kilometer. Vorsicht mit der Geschwindigkeit, gell? Ja, cool. Du siehst da, auf der rechten Seite ist ja eine Javelin-Zerstörer ist da geparkt, ne? Sehe ich das? Einfach auf die Station. Ja. Bleib mal stehen. Mach mal Full Stop hier. Ich bin ja schon dabei. Es geht nicht so schnell. Hm. Ja, ich weiß, deswegen sage ich ja auch vorsichtig mit der Geschwindigkeit. So. So, du siehst ja da rechts ist eine Javelin geparkt. Zerstörer da in der Bucht. Okay, ja, sehe ich. Ich denke mal, das ist da vorne das. Kannst da, wo ich gerade hin. Ja, und du kannst da jetzt, flieg mal zu dem Zerstörer. Du hast auf der linken Seite ist ja noch diese andere Bucht. Das ist praktisch einfach nur gespiegelt. Mhm. Flieg jetzt mal zu dem Javelin-Zerstörer. Da siehst du doch so ein bisschen links unterhalb von dem Ding ist doch so ein gelb-schwarz schraffiertes Feld. Siehst du das? Ja. Langsam bitte, langsam. Ja. Flieg mal auf dieses gelb schraffierte Feld dahin. Da ist ein Landeplatz. Das ist alles ein riesiger Landeplatz. Okay, wir haben es geschafft. Und da kannst du landen und etwas weiter, wenn du dieser Schraffierung da folgst, da ist ja so ein kleiner Zugang. Da sind so Terminals und da kannst du das Zeug dann verkaufen, was du dann aus dem Wracks geborgen hast. Ja gut, das haben wir ja jetzt nicht. Guck mal, jetzt haben wir schon 25.000 fürs Nichtstun gekriegt. Schön. So, Mission ist jetzt abgeschlossen. Object complete. Jetzt, das ist Phase 1 gewesen. Da gibt es aber noch eine Phase. Wenn du willst, können wir die auch noch gerade mit. Da geht es nur ums Kämpfen. Ja, dann kommen dann zwei, drei Idrisse und da kriegst du dann auch nochmal richtig Kohle. Ah ja gut, so, dann würde ich sagen, machen wir das. Aber Mission ist abgeschlossen. Jetzt kannst du erstmal F1 drücken und gehst mal unten auf das Delphi. Da hast du jetzt auch ein Ausrufezeichen. Dann müsstest du jetzt eigentlich Reputation bekommen haben. Civilian Defense Force. Civilian Defense Force. Affinity quasi, ja.
Ja, scheinbar, ja. Habe ich was gekriegt. First Responder Trainee. First Responder Trainee bist genau, du schon. Genau. Genau, das heißt, da kriegst du schon mal den CDF-Helmet, kriegst du schon mal. Nee, First Responder bin ich. Ja, First Responder Trainee bist du. Nee, Trainee ist 1, ich bin Stufe 2, First Responder. Ah ja, dann bist du, dann kriegst du schon den Helm und den CDF Undersuit. Okay. Genau, bei Stufe 3 kriegst du den CDF Torso Armor. Ach nee, 2 ist noch nicht voll, scheinbar. Macht nichts, aber du bist schon in Stufe 2, so musst du nur in dieser Stufe drin sein. Ah, okay, gut, dann habe ich den schon, ja. So. Genau, jetzt gehst du wieder auf den Contracts Manager, das Ding in der Mitte, mit dem Vertrag da unterschrieben. Und guckst mal, da ist wieder eine neue Priority-Mission, die musst du wieder annehmen. Und der General? Ja. Ja, Alert Attack on Xeno Street. Genau. Accept Offer muss ich machen, ja? Genau. Gut, hab ich. Kannst auch noch beim Mercenary, kannst du noch die Call to Arms annehmen, weil das ja auch Feinde, Verbrecher sind, kriegst du da nochmal zusätzlich ein paar Punkte, falls du einen abschießt. Wo ist das Mercenary? Ach da. Beim Mercenary General. Call to Arms, okay. Accept Offer. Genau. So. Gut. Protect Javelin during launch preparation. Genau. So, jetzt müssen wir halt gucken, wo die Javelin, die springt jetzt irgendwo hin. Da müssen wir der folgen. Und müssen wir dann beschützen. Da kommen dann ständig Idris-Wellen. Das sind die hier, die jetzt da, die da. Oh, wo ist sie? Weg ist sie. Wo ist sie hin? Ah. Lass mit der Taste 6 auch die Freunde durchschalten. Aber die Javelin ist direkt voraus. Ist sie da hinten? 2100. Ah, da hinten ist sie, ja. Okay. 1700 Meter. Okay. Genau, flieg mal so ein bisschen näher ran. Aber nicht zu nah. Und auf die Geschwindigkeit achten, dass wir sie nicht rammen. Wir wollen ja nicht Verbrecher werden. Wo schießt die denn hin? Keine Ahnung, die schießt irgendwo hin. Die schießt auf die Station oder was? Nee. Warte mal, die fliegt jetzt irgendwo da rum. Dann müssen wir dann, glaube ich, hinterher springen und dann kommen dann die ganzen Feinde, die müssen wir dann wegschießen. Und das ist dann halt auch hier. Da kommen dann 2-3 Idrisse oder so. Okay. Immer so zu dem ganzen Pulk so ein bisschen Abstand immer halten, ne? Weil wenn du da in einen reinkrasst, dann kannst du passieren, dass du einen Crime-Status kriegst und dann bist du im Prinzip okay. Bist du am Arsch, weil sobald dann getötet wirst, wachst du dann in der Clasher in dem Clasher-Knast halt halt auf. Ist halt auch gefährlich, oh, jetzt ist sie weggesprungen. Ja, jetzt guckst du mal, wo sie hingesprungen ist, dann springen wir dann hinterher. Da ist eine Swallow Frontier Station. Nee, das ist es nicht. Ich glaube, ich habe noch. Kann ich die auf der Map sehen? Nee, warte mal. Vielleicht muss auch die Mission einfach nur aktualisiert werden. Auf jeden Fall Quantum Drive einmal ausmachen, falls du den anhast. Okay, warte mal. Warte. Quantum Drive aus. Gut. Ja, ADR-Log. Vor uns, die Station ist jetzt rot. Nee, das ist ein Avenger Stalker. Das ist irgendein Spieler, der da was gerammt hat oder so. Deswegen. Sieht nur so aus. Ne? So, jetzt.
müsste ich ja doch irgendwo diese komische Idris sehen. Das hier sehe ich ja nicht. Bei den Schiffen an sich sehe ich ja nicht, wie die heißen. Also den normalen grünen, gelben, blauen, da, grünen, blauen Dingen da. Die da, diese Spitzen, ne? Da sehe ich ja nicht, wenn ich da drüber gehe. Ah. Du kannst die mit 6, kannst du die alle durchschalten. Oder du kannst auch in Scan-Modus gehen, die dann scannen, aber brauchst du jetzt nicht unbedingt. Wir müssen wahrscheinlich jetzt einen Moment warten, bis der die Mission aktualisiert. Ansonsten kannst du auch mal gucken, ob ich hier einen Kurs setzen kann. Also ich sehe nichts hier rundherum. Oh, warte mal, doch hier? Nee, das ist das Ding. Nee, vergiss es. Nee. Irgendwas? Guck mal, ob du in deinem Dingsbums, ob du da noch einen Kurs löschen kannst oder so, weil du ist irgendwie MIG L1 ist Kurs gesetzt. Lösch das mal. Clear Route? Ja. Ich drücke es, aber es passiert nichts. Ist ja auch keine gesetzt. Nö. So, warte mal. Was sind wir hier? Contracts Manager. Was ist denn, mal auf F1 und dann gehst du mal auf deinen Contracts Manager. Ja. Dann gehst du mal auf Accepted. Ja. Da und steht unter Priority Attack on Xeno Threat. Ja, und da steht Untrack, oder? Abandon and Untrack müsste da stehen. Aber nicht drücken. Abandon und Untrack, ja. Genau, okay. Dann gehst du wieder raus. Das erste ist erledigt, das hat einen Haken. Das dann zweite. Machst du mal ein Quantum an und guckst mal, wo du hinspringen kannst. Oh, warte mal. Quantum aus? Ja, Quantum mal anmachen und gucken, wo diese Jericho ist, als Quantum-Ziel oder so vielleicht. Ich glaube, wir müssen einfach nur da hinspringen. Ich hab hier eine Frontier Station als Ziel. Wahrscheinlich 500, 600 Kilometer entfernt. Das wären 32.000. Irgendwas. Ja. Nee, das kann es ja dann nicht sein. Aber wo denn dann sonst? Hier. Quantum Beacon. Immerhin. Wie weit ist denn das entfernt? 600 Kilometer. Hier könnte was sein. Hier ist auf jeden Fall ein rotes Ziel hier oben. Ist denn? Ja, hallo. Hier sind wir richtig. Xeno-Threat. Flieg mal dahin. Drück mal die 5. Da ist ein Hammerhead. Da fliegen wir jetzt hin und kämpfen. Ich mache erstmal das Quantum aus. So, ja. Jetzt 5. Hammerhead. Da haben wir doch eine. Flieg mal dahin. Bin dabei. Da schießt auch die Javelin, die schießt da gerade auf die. Ich ist jetzt direkt hinter uns. Ich wollte gerade sagen, die muss doch direkt hinter uns sein. Die ist doch schon weg. Ja, jetzt ist sie weg, aber drehe ich trotzdem mal dahin, in diese Richtung. Ja, bin schon dabei. Da ist ein neues Ziel. Jetzt haben wir es. Da ist jetzt eine Idris. Denk an deine Geschwindigkeit, ne? Rechtzeitig abbremsen. 11 Kilometer noch, da gebe ich nochmal Gas. Ja, aber nicht hier Pulsspeed, sondern nur hier 20% im Rot und dann gleich wieder runter. Nee, ich war voll im Rot und dann gleich wieder runter. Ja, das macht er aber nicht. Ja, doch, ich bin doch gut. Bin doch alles gut. Bin vom Gas gegangen und jetzt sind wir doch auf Null. Bin schon wieder zu langsam. Ich war viel zu vorsichtig.
könnte schon etliche Räder gelandet haben. Viereinhalb Kilometer, wann komme ich dann in Schussreichweite hier bei dem Ding? 2 Kilometer ungefähr. Okay, das sollte jetzt der Fall sein. Und Feuer frei. So ein bisschen näher ran, ne? Ich seh's gerade. Collision Alert, was ist denn hier? Wieso Collision Alert? Ist jemand an uns dran? Spickt mit neben uns hier. Ja, das sind Gegner, die an hier vorbeifliegen, also mach dir da mal keinen Kopf. Constellation, was machst du? Fertig grad, hier. Ich seh's grad. Oh, der ist mir jetzt durch meine Schüsse durch. Wenn ich ja jetzt. Aufpassen. Ja, gut, ich bin da am Schießen, der fliegt mit durch. Also mal ganz ehrlich. Ja, aber das kann dir auch passieren, ne? Dass du dann halt. Ja, natürlich kann mir das auch passieren, aber. Was lecken die da hin und her? Was geht denn hier? Hier, da kommt eine neue Welle. Gladius? Ja, deswegen, du solltest dich... Guck dir erstmal an, was du überhaupt für Ziele hast, weil diese Gladius und Arrows, die sind sehr flink. Das kann dann schnell passieren, dass du irgendjemanden rammst oder so, weil du da wie ein Verrückter versuchst, hinterher zu zappeln. Aber es sind nur Gladius da, oder sehe ich das falsch? Bitte? Sind nur Gladius da oder sehe ich das gerade? Ja, da kann schon sein, ja, aber trotzdem. Wie? Trotzdem, darf ich jetzt nicht angreifen? Soll ich jetzt wegfliegen? Nein. Nein. FG. Wenn du halt so einen angreifen willst, dann halt vorsichtig, ne? Mehr vorsichtig mit dem Ding. Inbound Missile. Ja, wenn du Inbound Missile hast, musst du halt Gegenmaßnahmen abwerfen, je nachdem. Aber das müssen wir nochmal üben, ne? Das müssen wir nochmal üben, ne? Die sind eben voll eingeschlafen. Ja, das ist jetzt nicht so wild, weil du hast hier ziemlich große Schilder, also die machen jetzt nicht so viel Schaden. Oh, Vorsicht, das ist ein Freund, Vorsicht! Das ist doch, was die da sagt. Aufpassen. Du musst doch mal gucken, was du da hast, ne? Das war doch ein rotes Ziel, es war doch ein Gladius. Ja, aber wenn er nicht. Das ist halt einer, der aus Versehen sich
Grimstead, du hörst auch die Stimme, die da sagt, ja, Vorsicht, das ist ein Freund und so weiter. Aufpassen. Also deswegen. Symbioto nicht anschießen. Nee, das ist halt, der hat halt einen Qualmstutt aus Versehen, hat er sich da reingefangen, ist aber. Also sonst ist halt kein keine. Ziel, ne? Du musst halt gucken, dass du halt einen Xeno-Thread da halt aktiv hast. Ah, okay. Gut. Ja, okay. Ja, ja, das ist manchmal, kann im Alter. Ja, Ziel ist rot, ist für mich feuerfrei. Ziel da muss er sich mal ein bisschen benehmen. Piraten sein oder Leute mit Crime-Status, aber. Ja, gesagt, die muss. Ja. Haben aber auch eine. Die haben auch Kampfpilot, eine Hohl- Michel, du bist Kampfpilot. Ja, aber die haben auch eine Hohlpflicht, eine Bringpflicht oder sowas. Ja, verstehst aber du? Jeder Feind meines Feindes ist mein Freund, verstehst? Das ist schon richtig, aber trotz alledem kann ich jetzt nicht primär was dafür, wenn der sich als rot gefleckt hat. Okay, ich muss halt, du hast halt die Sorgfaltspflicht zu gucken, was du überhaupt für ein Ziel angreifst. Feind ist Feind. Mein ja, Schiff soll das erkennen, habe ich gehört. Der also Feind der meines Feindes ist mein Freund, deswegen also passt. Ja, ist halt ein armer Mensch, der hat halt. Es gibt halt da also noch so ein paar Bugs. Da kann das halt passieren, dass du da halt Crime-Status halt dir da einarbeitest, obwohl du überhaupt nichts gemacht hast. Aus Versehen hast du vielleicht nur einen angedotzt oder sowas. Das kann eben wahrscheinlich auch passiert sein. Naja, wenn wir jetzt irgendeinen angeschossen hätten, dann hätten wir den auch, ne? Bitte? Wenn wir jetzt eben einen angeschossen hätten, zum Beispiel ist mir doch eben einer durch die Schussbahn geflogen. Ja, das ist wahrscheinlich, das haben sie schon geändert. Das war vorher, hast du sofort einen Crime-Status, kriegt jetzt nicht. Aber wenn du den aus Versehen kaputt geschossen hättest oder so, den roten jetzt wahrscheinlich nicht, den Symbioto. Oder ich weiß es nicht. Also ich würde es nicht riskieren, meinst du? Ja. Na gut. So, was haben wir? Debugging, was will der jetzt hier? Was denn jetzt? Was? Mal gucken, wo die alle sind. Hast du irgendwie, wenn du mal ein Quantum anmachst, hast du da irgendwie ein Beacon oder so? Mal wo die Dings ist. Deliator, Warden. Deliator, Javelin. Da ist sie doch. Flieg mal zu der Javelin. Guckst mal mit 6 durchschalten und guckst, wo die Javelin ist. Ich glaube, ich habe sie gerade gefunden, oder? Jericho habe ich hier. Genau. Flieg mal zu der hin. Jericho, da fliegen wir mal hin. 600 Kilometer. Okay. Da sollten wir doch drauf aufpassen, oder war das jetzt so? Nee. Warte mal, nee, die Jericho ist die Station. Stimmt. Vergiss es, flieg zu dem Beacon wieder zurück. Nochmal, wir suchen. Aber die sind schon hier am gucken, es kann sein, dass die Mission sich verbuggt hat und es nicht mehr weitergeht, weil die nächste Welle dann nicht mehr kommt. Aber flieg erstmal wieder zurück. Ich flieg zum Beacon. Okay, da oben haben wir. Ziel wird wahrscheinlich immer noch der Bruder sein, klar. Haben wir sie, die Javelin? Ja, gute Frage, wo haben wir sie? Da! Hinterm Felsen. Ne, hier ist noch eine Quantum Beacon. Hinterm Felsen? Vor uns der! Ja, guck mal. Vor uns dahinter ist die. So, jetzt geht's wieder weiter. Flieg mal hin zu der UEE Navy. 16,4 Kilometer. Ich hab einen roten Quantum biegen. Ach nee, bringt nichts. Mach mal Quantum aus, falls der noch an ist. Stimmt. So, was machen wir? Wo fliegen wir hin? Ich hab keine Targets. Drück mal die Taste 6, bis du die UEE Navy im Ziel hast. Aegis Javelin. Fliegst du mal zu der hin? Nee, hoch. Da.
killed an Idris before Javelin jumped right. Yeah, the last one blue. Vielleicht ist die Mission jetzt verbuggt, weil wir die zu früh gekillt haben oder so. Keine Ahnung, aber flieg erstmal dahin, mal gucken, was passiert. Kannst du es eigentlich auch sehen, wenn ich hier scanne? Nee, ich sehe nichts vom Scan. Jetzt mal F1 drücken und gucken, wie viel Geld du hast. 204.000. Guck mal hier, fürs Nichtstun. Nix gemacht, der Bruder. Ganz, ja, ganz nichts gemacht. So ist es ja auch nicht. Ich hab ja schon. Eine Viertelmillion hat er. Und noch ein Schiff, was noch für 20 Stunden da ist. Ja gut, ich muss halt überlegen oder gucke, ob ich das überhaupt noch 20 Stunden nutzen kann. Aber ja. Ist ja blöderweise in Realtime, ne? Nicht in Online-Zeit. Online-Zeit wäre cool. Naja, Freunde, ich tue das Ganze mal ein bisschen abkürzen. Und zwar sind wir der Idris noch einen Moment hinterher geflogen. Die dreht da ihre Kreise. Zwischendurch hatte auch irgendwer mal einen Crime-Status. Den hat sie dann weggeballert. Vorher war sie auch nicht glücklich. Ja, ansonsten ist sie im Kreis geflogen und es ging nicht weiter. Also es war dann auch im Chat einhellige Meinung, das Ding ist wohl verbuggt. Und ja, wir haben dann gesagt, komm her, dann machen wir Feierabend. War ja jetzt auch schon ein Moment. Sind zurück auf die Station geflogen und haben dort ausgelockt. Wir gucken da nochmal kurz rein. Ne? Please contact. Komm, Link, bitte auf. Danke. Friends? This one? Swallow hast du nicht gesehen? Was sagt du leidest sie? Symptomatisch an etwas, das man zielfixiert nennt. Ja, du bist voll fokussiert auf das, was du gerade vor dir machst. Ich meine, das ist jetzt alles neu für dich. Aber ja, das dann ist ja auch einfach halt gesagt, wenn man das schon seit Jahren nichts anderes tut wie das. Verstehst du? Dann ja, ist nein, das nein, nein, ist das ganz hat nicht nur easy. Was mit Star Citizen zu tun, sondern du bist. Wo ist ja, ich das? Bin ziemlich. Wenn es jetzt ein anderes neues Spiel wäre, ja. Wo du zum Beispiel hier durch den Wald rennst oder so, Survival, und da könnte überall ein Gegner sein, dann würdest du natürlich genau gucken, weil was ist denn direkt vor mir und so. Dann würdest du vielleicht am Rand das jetzt nicht unbedingt wahrnehmen, dass da irgendwas blinkt oder irgend sowas. Oder Das ist aber, ja, wie gesagt... Ja, das ist halt auch ein ziemlicher Overflow. Also, wenn du irgendwem sagst, okay, ich setze dich jetzt mal hier in das Cockpit, guck mal, wie du zurechtkommst. Guck mal, was hier was ist. Erklär mir jetzt mal, was ist denn hier was? Der kann dir nicht eine Sache sagen, was da was ist, weil es so ein Overflow ist, wenn du das nicht gewohnt bist, ist es derbe. Ja. Einfach derbe. So, ja. Ich habe, glaube ich, meine... Oh, ich bin auf der falschen Seite. Ei, klar. Ich muss nach unten. Ich muss ohne das Ding. Ich fliege relativ langsam. Das ist scheiße. Nehme ich noch nicht vorbei. Könnte ich mal bitte... Auch einfach auf das Ding zufliegen und dann einfach strafe nach oben oder nach unten und dann rollst ich du dich nochmal. Ich mach mal runter, genau. Flieg mal ein bisschen vor. Oh, guck mal hier. Wie schön das funktioniert. Wie schön die Constellation hier einen schönen, ganz gemütlichen Salto macht. Unglaublich. Und glaube ich, Collision Alert, ja, wir wissen. Halt, stopp, hier ein bisschen rum. Jetzt muss ich so rum. Jetzt müsste ich trotzdem weiter runter. Genau. Und ein bisschen nach da üben. Kann ich den Quantum Drive mal ausmachen? Danke. Kann ich mal die Gears rausfahren? Danke. Landing gear deployed.
ne? Müsste komplett sein, wollte ich gerade sagen. Landing complete. Have a pleasant stay. Warum macht er das System nicht wieder aus? Ja, nicht mit R, ist nur gesamt einschalten. Du kannst, ja, deswegen du ja. Ich habe das ja auf dem Stream Deck liegen und er macht ja mit dem System das auch an, aber er macht es damit nicht aus. Nein, das geht nicht. Du musst, wenn du die Systeme, musst du über U und I ausmachen. I ist Engines an, aus, oder und U ist Power an, aus. Also bei diesem Schiff kannst du das nicht einfach über R auch alles ausmachen. Das geht bei keinem Schiff. Das ist einfach das so belegt, immer über R aus, deswegen, nee, auch immer. Du kannst nicht mit R alles abschalten. Das ist wahrscheinlich aber auch so gedacht als Sicherheitsfunktion, nicht, dass du mitten im Kampf auf einmal R drückst, dann geht alles aus. Ach so, du darfst noch nicht vergessen, wenn du alles ausmachst, dann gehen auch die Schilde aus und wenn du sie wieder anmachst, dann müssen die erstmal wieder hochfahren. Du bist mitten im Kampf. Na das gut, dann muss ich, ich neben das System noch zwei Knöpfe machen. Triebwerke, ja, also, und Energie. Tja, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Es war schön, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Ich denke, wir werden noch ein paar Runs machen. Auf jeden Fall. Ich will das jetzt nicht einschlafen lassen. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund. Halt die Bälle flach. Und ja, hasta luego. Macht's gut.